Aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie dabei sind. 4 Tage vor Weihnachten. Und das sind unsere Weihnachtsgeschenke für Sie. 2019 war ein tolles Jahr für ihn. Sein englischer Lieblingsverein ist Champions League-Sieger geworden. Er hat die britische Staatsbürgerschaft angenommen. Und gerade ist das 8. Live-Album seiner Band erschienen. Wir freuen uns sehr auf ihn und spät auf den Auftritt der Toten Hosen. Hier ist der große, der einzigartige Campino! Mit 20 Jahren entschied sie sich für ein Leben im Kloster. Auf ein Leben mit Kindern wollte sie aber dennoch nicht verzichten. Wie das zusammengeht, erfahren wir von Schwester Jordana. Schön, dass Sie da sind. Wenn der Vater mit dem Sohne. Wie ist es, mit Dirk Grossmann ein Firmenimperium zu leiten? Erstmals in einer Talkshow das sehr liebenswerte und auch sehr unterschiedliche Paar. Dirk Grossmann und sein jüngster Sohn Raul, herzlich willkommen. In 4 Tagen stehen wir wieder vor der Frage, Würstchen mit Kartoffelsalat oder doch die klassische Gans? Fragen wir doch einfach jemanden, der sich damit auskennt. Alfons Schubeck ist bei uns. Er ist Dirigent mit Leib und Seele. Aber was passiert, wenn er aus Versehen den Taktstock fallen lässt? Oder wenn sich der Betrieb der klassischen Musik nicht radikal verändert? Das erzählt uns der Generalmusikdirektor der Bremer Philharmoniker, Marco Letonia. Sie, erfolgreiche Moderatorin, er, erfolgreicher Künstler, zusammen ein tolles Ehepaar und Eltern von 2 kleinen Jungs. Auch Sie sind heute erstmals gemeinsam in einer Talkshow. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid, Nazan Eckes und Julian Kohl. Julian, für deine Frau ist das hier quasi eine natürliche Umgebung, ein Fernsehstudio. Kann man so sagen. Für dich nicht. Wie fühlst du dich so ganz auf Anhieb? Puh, ganz in Ordnung eigentlich, muss ich sagen. Ja. Zum Start ganz gut. Ganz gut, bis jetzt ja. Wir hoffen, das bleibt so. Er hat aber auch schon ein paar Bier getrunken. Nein, aber ich bin gerade... Ja, natürlich für den Mut. Musstest du ihn lange überreden, dass er mitkommt? Weil ihr seid ja zum ersten Mal tatsächlich gemeinsam in einer Talkshow, obwohl ihr schon so viele Jahre verheiratet seid. Mehr als 7 schon. Mehr als 7 schon, genau, tatsächlich. Wir haben es geschafft, über die verflixte 7 hinaus. Nein, also was heißt überreden? Wir haben gemeinsam überlegt, ob wir das möchten oder nicht. Weil einerseits ist es schön, andererseits kann man sich gegenseitig da, glaube ich, echt in die Pfanne hauen. Aber wir hatten da tierisch viel Lust drauf und ich glaube, es wird ganz lustig. Das wollen wir in einer Talkshow überhaupt nicht sehen, wenn sich Paare gegenseitig in die Pfanne hauen. Nein, das machen wir auch nie. Nicht, Herr Rossmann? Nein, das kann ich nicht. Also, ich bin ja hier nicht als Paar. Vater und Sohn, ja gut, das ist auch ein Paar. Das ist die Pfanne fast noch größer. Wir starten mal mit dem ersten Beziehungstest quasi, weil diese Kennenlerngeschichte ist ja schon mal immer die erste Sache, wo man merkt, sind sich beide einig. Weil bei manchen Paaren erzählen beide die Geschichte völlig anders. Wie habt ihr euch kennengelernt? Vielleicht mag Nazan kurz beginnen. Oh Gott. Ja, ich bin gespannt. Ja, ausgerechnet in einem Umfeld, auf einer Veranstaltung, bei der man wirklich nicht damit rechnet, den künftigen Vater seiner Kinder kennenzulernen. Das ist dieser ziemlich durchgeknallte Liveball in Wien. Mhm. Ist ja ein Charity-Event, also wirklich eine schöne Veranstaltung. Zugunsten HIV-kranker Menschen. Genau, und, aber halt doch eine sehr verrückte, bunte Veranstaltung. Und ich war wegen einer anderen Geschichte auch in Wien und habe dann gedacht, okay, am Abend schauen wir da mal vorbei. Und lauter verkleidete Menschen. Du bist doch die Modeschau mitgelaufen. Ach so, stimmt, ich bin da auch mitgelaufen. Hier geht's schon los hier. Stimmt, du bist da auch mitgelaufen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und dann, hat sie vergessen. Sie ist da.
Genau, ja. Und dann haben wir uns irgendwie bei der Anprobe, bei den Proben und so weiter. Du mich wahrscheinlich nicht, ich dich schon. Ich habe dich auch gesehen. Ach so, ne? Ich habe dich auch gesehen. Aber dann den größten Eindruck hatte dann auf der Tanzfläche hinterlassen. Ich habe dich gerettet, ne? Vor einem tanzenden, grün bemalten Männchen, das nichts mehr anhatte als einen Lendenschurz. Da ich mir gedacht, jetzt ist es der Moment, jetzt muss ich mich überwinden, jetzt muss ich sie anquatschen. Ja. Ja. Mach das sonst nicht so, muss ich sagen. Du wusstest ja auch gar nicht, dass sie so eine Berühmtheit ist. Gar nicht, nein. Ich kannte sie nicht. Ich muss sagen, ich habe die Sendung auch nicht. Also, ist nicht so, also, nee, so viel mehr und so. Du warst damals, als ihr euch kennengelernt habt, auch noch kein berühmter Künstler, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, nee. Warst du noch im Studium? Nee, ja, ich habe studiert, genau. Ja. Ich habe studiert in Düsseldorf, dann wird es gehen. Wann hast du dich entschieden, die Kunst zum Beruf zu machen? Das war der Moment, 9-11 in New York, da war ich in New York gerade, habe dort gearbeitet und habe zugesehen, wie diese schrecklichen Minuten, Sekunden, Stunden verstreichen über ein Fenster. Ich war in New Jersey, habe das live gesehen, also aus dem Fenster raus. Wie die Türme zusammenstürzen? Wie die Flugzeuge, also das erste Flugzeug habe ich verschlafen, das zweite habe ich dann gesehen und auch alles drumherum. Also wir sind dann irgendwann gegangen, es war zu schrecklich, also man schaut sich sowas dann nicht mehr an. Also das ist zu brutal. Echt, ihr seid gegangen? Also ich weiß, dass viele an den Fernsehbildschirmen gar nicht weggucken konnten, weil sie nicht fassen konnten, was da passiert. Ja, also es ging dann auch gleich diese Kriegspropaganda los mit, geht Wasser kaufen, jetzt kommen schmutzige Bomben und so. Und dann haben wir das genützt und sind dann Wasser kaufen gegangen. Man vergisst das dann auch, es war verrückt. Wir sind dann gegangen und dann zwischen den Häuserschluchten sahen wir plötzlich wieder eine Rauchwolke und wir haben uns erschreckt. Weil wir es wieder vergessen hatten. Nein, und da habe ich dann wirklich angefangen, habe ich gesagt, so, wenn du jetzt in so einem Flugzeug sitzt und jetzt ist alles vorbei und dann musst du dich verabschieden, hast du das gemacht, was du machen wolltest? Und ich war einfach, nee, du hast nicht das gemacht, was du machen wolltest. Und habe gesagt, jetzt schmeiße ich alles hin und mache das, was ich immer machen wollte. Ganz egal, wer mir sagt, dass ich es nicht kann oder nicht sollte oder was auch immer. Ich habe dann Kunst gemacht, ja. Ist es so das Gefühl, was man da hat, dass man dann so sich überlegt, wenn ich jetzt da sitzen würde im Flugzeug oder in den Türmen, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Genau, ja, genau das, genau der Moment. Kann ich halbwegs im Guten gehen oder nicht? Mhm. Ja, oder habe ich mein Leben vergeudet? Und jetzt, wie würdest du, ich meine, du bist ja noch nicht am Ende des Lebens. Nee, hoffentlich nicht. Aber was würdest du für ein Zwischenresümee ziehen? Diese Frau an deiner Seite, zwei Kinder, die Kunst, du bist sehr erfolgreich als Künstler, deine Werke werden ab 30.000 Euro gehandelt. Musst du Galeristen fragen. Ich weiß, du sagst, du weißt es nicht, aber wir haben nachgefragt. da würde ich sagen, guter Versuch. Ich habe es wenigstens probiert, ja. Mhm. Das ist ganz gut gelungen, also in der Hinsicht vor allem. Was denn? Frauen werden immer gefragt, wenn sie Kinder haben, wie vereinbarst du das mit deinem Beruf? Jetzt frage ich mal einen erfolgreichen Mann, wie vereinbarst du das mit deinem Beruf, dass du zwei Kinder hast? Ausgesprochen gut, muss ich sagen. Ja. Also, wie teilt ihr euch da auf? 50-50, ne? Also ich muss sagen, wir haben tatsächlich im Vorfeld, weil wir beide einen Beruf haben, den wir sehr, sehr lieben und den wir auch leben und der sehr zeitintensiv ist. Und da haben wir uns im Vorfeld genau überlegt, schaffen wir das? Für uns stand fest, also vor allem für dich, muss man sagen, in erster Linie, Julian wollte immer schon Kinder haben. Das war, glaube ich, am zweiten Tag schon irgendwie Gesprächsthema. Naja, das war so ungefähr. Ja. So, Moment, lass uns erst mal kennenlernen, dann gucken. In deiner Erinnerung, wann war es? Nicht am zweiten? Nein, das war ein halbes Jahr später. Nein, ein halbes Jahr später. Aber für sie war es, sie hat sie überrumpelt dann. Also sie war da gar nicht so in der Hinsicht. Ja, ich musste mich vielleicht erst mal selbst finden. Ich weiß es noch nicht. Es war nicht so, dass ich keine Kinder wollte, aber ich damals... Du hast immer gesagt, du bist kein Muttermaterial. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Muttermaterial, habe ich nie gesagt. Muttermaterial habe ich noch nie gesagt. Ich habe das auch noch nie gehört in meinem Leben davor. Deswegen habe ich es mir gemerkt. Ihr erlebt jetzt die Premiere, dass ich zwar hier in die Pfanne habe. Ich habe nie Muttermaterial gekriegt. Bist du verrückt? Gott, die nimmt mich nie wieder mit. Nein, ich war damals tatsächlich nicht sicher, ob das geht, ob ich eine gute Mutter sein kann oder nicht. Und dann durch Julian habe ich festgestellt, dass wir beide, glaube ich, echt gute Eltern sein können. Und dann ging das ziemlich schnell auch. Ja. Heute sind wir sehr glücklich. Sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe das für Kinder gelernt. Ich habe das für Kinder gelernt, die Arbeitszeit sehr konzentriert zu nützen. Mhm. Und das hat mir echt sehr geholfen, weil ich habe davor sehr viel Zeit verbracht mit Zeit verbringen. Und jetzt halt ist es schon gezieltes Arbeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache sehr viele Skulpturen in Wien, da bin ich dann eine Woche da arbeite ich durch. Da schlafe ich kaum, weil ich genau weiß, wenn du zurückkommst, sind die Kinder wieder. Dann bin ich auch bei den Kindern dann sehr konzentriert und sage, okay, jetzt ist Kinderzeit.
So macht das Nasan auch und dadurch läuft das irgendwie ganz gut. Ja. Was hat der Künstler von der Fernsehmoderatorin gelernt für sein Leben und was die Fernsehmoderatorin vom Künstler? Jetzt fragst du. Jetzt du. Nee, ich sage das falsch. Keiner will anfangen. Was habe ich von Julian? Was kann er besser als du? Besser einfach guck mal, so in den. Lange überlegen. Nein. Ich weiß schon, was ich sagen möchte. Nicht so komplett durchgeplant zu sein. Ich bin so ein ganz furchtbarer Planungsmensch. Ich brauche eine Struktur. Das hat natürlich auch mit meiner Arbeit zu tun. Also ich muss wissen, wo ich anfange, wo die Reise hingeht, was ich erledigen muss dazwischen und so weiter. Und durch Julian habe ich schon gelernt, auch mal so in den Tag hineinzustarten. Artet dann manchmal trotzdem in ein Chaos aus, das, wo ich es dann auch wieder bereue, dass ich nicht so strukturiert in den Tag gestartet bin. Aber das ist schon ganz gut, wenn man, wenn dein Gegenüber wirklich anders ist als du. Also ordentlich, unordentlich, Frühaufsteherin, Spätaufsteher. Er kocht super, ich kann nicht so gut kochen. Also vieles ist anders und vieles ist genau richtig so. Das stimmt, ja. Nachzudenken, ein bisschen mehr Zeit als Nasan. Was hast du von ihr gelernt? Umdrehen, kann man genau umdrehen, genau gespiegelt natürlich. Ne? Also bisschen mehr Struktur. Ein bisschen mehr Ja ist Ja, ein bisschen mehr Nein ist Nein. Das habe ich in Deutschland überhaupt gelernt als Österreicher. Ja, so Dinge halt. Ne? Ja. Also ihr führt ja nicht nur einen deutsch-österreichischen Haushalt, ihr führt ja auch noch einen, ich sag mal, christlich-muslimischen Haushalt. Wie drückt sich das in der Kindererziehung aus? Also sprichst du zum Beispiel Türkisch mit den Kindern? Ja, wobei sich das schwerer gestaltet, als ich mir vorgenommen hatte. Also ich habe immer gedacht, das ist total easy. Man muss einfach mit den Kindern Türkisch sprechen und dann lernen die das. Dadurch, dass wir aber auch zu Hause Deutsch sprechen, in der Kita ausschließlich Deutsch gesprochen wird, bin ich die Einzige, die mit ihnen Türkisch spricht. Und ich versuche abends beim Vorlesen auch türkische Bücher vorzulesen. Aber es ist tatsächlich so, dass sie vieles verstehen. Aber immer auf Deutsch antworten. Das war am ersten Tag der Kita, war das sofort weg. Vorher hat unser Kleiner wirklich Deutsch und Türkisch parallel gelernt. Alle Wörter in beiden Sprachen. Aber kaum fing er in der Kita an, war es nur noch Deutsch. Und man muss echt dranbleiben. Aber sie verstehen immerhin alles und bekommen jetzt auch immer mehr Lust, Türkisch zu lernen, kommen immer wieder an und fragen mich ganz gezielt nach ein paar Sachen. Aber es ist eine große Verantwortung, weil ich denke da nicht drüber nach, weil ich rede jeden Tag selber einfach immer Deutsch. Und da muss ich dann immer, oh Gott, du musst jetzt auch mit ihnen Türkisch sprechen und so. Das ist schon, nicht so einfach, wie ich gedacht hatte tatsächlich. Verstehst du Türkisch? Ein bisschen. Durch das wahrscheinlich Reden auch mit den Kindern, ja, man lernt dann so mit, oder? Ja, und auch mit meinen Schwiegereltern. Mhm. Er kann unheimlich gut blöffen. Also so ein Birbirelütfern. Also vom Urlaub komme ich auf Türkisch. Das habe ich auf vielen Sprachen. Aber es darf nie geantwortet werden. Dann fliege ich komplett auf. Ja, aber die quatschen ihn dann immer auf Türkisch zu. Und er so, tamam, tamam. Ah, und die denken immer, boah, dein Mann, guter Mann, spricht super Türkisch. Also, er versteht kein Wort. Immer situationsbezogen, ne? Ja. Im Keller nicht so schwer. Unterscheidet sich die Erziehung von Kindern in Österreich von der in Deutschland? Boah, das kannst das tatsächlich du besser beantworten. Ja, es ist schon, es ist anders, aber eigentlich auch nicht so, ehrlich gesagt. Mhm. Es ist halt, Österreich ist sehr katholisch natürlich, dadurch haben wir eine andere Kultur, oder ein bisschen andere Kultur, ich möchte jetzt auch die Fettnäpfchen nicht zu groß machen, aber es ist schon unterschiedlich. Mhm. Ich komme aus einer sehr großen Familie und ich habe sehr viele Geschwister mit sehr vielen Kindern und bei uns ist Erziehung sowieso sehr, also alle erziehen alle irgendwie so ein bisschen mit und so und dadurch ist das sehr vielschichtig, würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Mhm. Und die Erziehung in Deutschland, Österreich ist ja ähnlich, haben wir gehört, und der Türkei, gibt es da große Unterschiede? In der Türkei gibt es keine Erziehung. Söhne dürfen alles. Söhne dürfen alles, oder? Und Frauen müssen brav sein. Oder so. Und oh Gott, jetzt kommt die Hass mit. Ja, genau. Ja. Nee, also ganz so ist es nicht, aber tatsächlich gibt es da schon große Unterschiede. Also, wenn ich allein daran denke, wie ich aufgewachsen bin. Also bei uns lief der Fernseher von morgens bis abends durch. Da hat kein Mensch drüber nachgedacht, ob das pädagogisch okay ist oder nicht. Und auch was man sieht, so ja, man sieht ja, was dabei rausgekommen ist. Aber das türkische Fernsehen. Also, besser nicht.
Aber auch was frühkindliche Prägung. Genau. Aber auch so, was das Essen und so weiter angeht. Also meine Mutter hat sich totgelacht darüber, als ich anfing, oh, da ist viel zu viel Salz drin. Oh Gott, das darf man noch nicht essen. Oh Gott, Fleisch mit anderthalb Jahren und so weiter. Und meine Mutter saß da und dachte, wovon redest du? Weil was glaubst du denn, was du alles gegessen und getrunken hast? Cola, Fanta, keine Ahnung. Und wir sind jetzt, unsere Kinder kennen immer noch keine Nutella, keine Cola, keine Fanta. Mama, was ist Nutella? Hat unser Sohn uns im Skiurlaub. Sie können Tante Judith dazu befragen. Ja, also wir sind da schon, ich merke, dass ich da, ich sag jetzt mal, viel deutscher bin und mich viel mehr an Regeln da auch halte, aber bei uns war das ganz anders. Also unsere Eltern haben sich auch, also von wegen so Mittagsschlafzeiten einhalten und so, wir wurden eingepackt, überall hin mitgenommen, irgendwo hingelegt und so war das halt. Und wir versuchen so ein bisschen ein Mittelding für uns zu finden. Dafür ist ja bei euch auch wahnsinnig gemütlich. Also unsere Kinder sind zum Beispiel irrsinnig gern bei den Schwiegereltern. Weil es keine Regeln gibt. Nein, aber es ist alles sehr, es ist inklusiv. Ne? Es werden alle mit reingenommen sofort. Ja, aber das ist alles sofort. Judith, wenn ich darf, ja, da wir jetzt schon beim Kapitel Völkerverständigung sind. Oh ja, eine große Julian, bei mir ist so ein Satz hängen geblieben, dass Sie als Österreicher erst in Deutschland begriffen hätten, dass Ja, Ja heißt und Nein, Nein. Wie meinen Sie denn das? Na ja, bei uns ist immer Ja, aber. Ach so. Ja, oder schauen wir mal. Schauen wir mal, das ist typisch wienerisch eigentlich. Du sagst, wollen wir uns treffen? Schauen wir mal. Schau mal, und heißt das eher Nein oder eher Ja? Das ist situationsbezogen. Das entscheidet sich dann Wochen später. Entschuldigung, ja? Kann beides sein. Kann beides sein, ja. Kann man sich immer wieder rausreden, wenn man sagt, schauen wir mal. Mhm. Also, das ist interessant, wie Völker so ihre Absagen verklausulieren. Ja? Wenn zum Beispiel du dich in Italien beschwerst, an der Rezeption von einem Hotel, weil irgendwas nicht funktioniert und die Auskunft ist, wir werden das Menschenmögliche versuchen, heißt nie im Leben. Sehr schön. Wie ist es mit dem Weihnachtsfest, was jetzt ansteht? Wie feiert ihr das zu Hause? Sucht ihr da auch einen Mittelweg oder ganz klar christlich, Julians Prägung? Ja, das ist in Wien, bei meinen Eltern. Also ist es also sehr katholisch? Ja, sehr wienerisch. Mhm. Mhm. Es ist kein Karpfen, aber es wird wild gegessen und die Kinder essen Schokolade bis zum Abwinken und Weihnachtslieder werden gesungen. Mhm. Ja. Aber ich finde das immer super schön. Du findest es super, ne? Ich finde es toller als du. Nein, weil meine Familie. Also ich bin insofern damit aufgewachsen, als dass ich das durch meine Freunde kannte. Aber zu Hause haben wir kein Weihnachten gefeiert. Mhm. Daher, also mich hat Weihnachten immer total fasziniert. Diese Besinnlichkeit, dieses Familiäre, dieses in die Wohnzimmer gucken und überall flackern Kerzen und so. Das hat mich schon als Kind total begeistert. Und ich war auch echt traurig darüber, dass wir das nicht gefeiert haben. Und irgendwann haben meine Eltern angefangen, so ein bisschen ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, indem sie gesagt haben, okay, es gehört nicht in unsere Religion, aber machen wir das wenigstens mit den Geschenken und nutzen wir die Feiertage, um noch mehr Zeit miteinander zu verbringen. Das war schon ganz schön, aber ich finde seine Eltern zum Beispiel, also die machen das großartig. Julians Familie, ich sage immer, er ist der Türke eigentlich bei uns, weil er hat 5 Geschwister, alle da haben 2 bis 4 Kinder. Meine Geschwister haben noch gar keine Kinder. Und es ist ein gigantisches Weihnachtsfest. Also die Tafel ist wunderschön. Meine Schwiegermutter lässt sich das auch nicht nehmen, da alles selber zu machen. Mhm. Es geht erstmal in den Stephansdom, da treffen wir uns alle und dann wird gesungen, dann gibt es ein Kasperletheater, dann gibt es Champagner. Was die Kinder spielen. Was die Kinder das übernehmen spielen, überhaupt selber die Kinder schreiben. Bei uns alles. Und das ist einfach super. Mhm. Das ist so schön, es macht so viel Spaß. Mhm. Du bist ja quasi ein Kind türkischer Gastarbeiter und deine Eltern kommen noch aus einer Generation, wo sie zwangsverheiratet wurden. Magst du uns die Geschichte kurz erzählen? Ja, zwangsverheiratet klingt jetzt tatsächlich echt sehr radikal. Es ist insofern so, als dass, sagen wir, versprochen. Also da in dem Ort, wo sie gelebt haben, da war das einfach üblich, dass sich Familien abgesprochen haben und die Kinder untereinander versprochen haben. Bei meinen Eltern war das immerhin noch so, dass sie vorher auch gefragt worden sind, ja, möchtest du und möchtest du. In welchem Alter? Aber im Grunde, meine Mutter war immerhin 22, was damals echt relativ spät war. Ist ja oft dann auch schon mit 8 oder 9, ne? Dann kann man es vielleicht auch nicht so beurteilen, ob man möchte oder nicht. Nee, also, so früh. Selbst wenn es gab tatsächlich, es gibt sogar einen Begriff dafür, dass irgendwie dieses Wiegenversprechen oder so, dass Kinder als Babys schon versprochen worden sind, aber dann als Erwachsene verheiratet worden sind. Da haben Familien Absprachen gesprochen. Kann sein, dass es das tatsächlich immer noch gibt. Meine Eltern wurden versprochen, haben geheiratet und
Was man sich natürlich heute, also was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann und was ich sehr an meinen Eltern schätze, ist, dass sie sich dann gegenseitig das Versprechen gegeben haben, wenn wir Kinder bekommen, sollen sie frei entscheiden können, wen sie heiraten, mit wem sie zusammenleben möchten, wann sie heiraten. Und meine Eltern haben geradezu dazu gedrängt, dass wir erstmal ein eigenständiges Leben führen. Also ich habe noch eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und dass wir unseren Weg gehen und dann, wenn wir das Gefühl haben, okay, wir wollen jetzt heiraten, dann heiraten wir. Und ich habe das auch andersrum erlebt in anderen Familien. Also wo eine Ausbildung oder die Schule oder die Uni, was auch immer, absolut zweitrangig war. Und am besten die Tochter im fremden Land so früh wie möglich verheiraten. Es gibt beides. Ich weiß das sehr zu schätzen und bin sehr glücklich darüber, dass meine Eltern diese Entscheidung getroffen haben. Sonst könnte ich heute mein Leben, das ich führe, garantiert nicht führen. Das kann ich sagen. Welche Verbindung habt ihr heute zur Türkei? Ich glaube, ihr seid relativ oft da. Ne? Deine Eltern, glaube ich, das halbe Jahr über. Ne? Und ihr dann auch regelmäßig. Ne? Ja. Ich habe jetzt schon so viel gequatscht. Möchtest du mal? Was ist denn deine Eltern? Wir sind oft da. Wir haben es auch sehr wie gerne. Oft denn, Julian? Wir haben ihr dann auch zu den Zuckerfest oder zu diesen... Ich glaube, zu den Feiertagen haben wir es tatsächlich noch nie geschafft, wobei gerade das in der Türkei echt super ist. Aber, ja, genau, das ist ja ganz ich kann jetzt natürlich stundenlang, aber ich fasse es kurz, ich verspreche es. Die beeindruckendste Reise für uns beide war, glaube ich, bis vor 4 Jahren oder so haben wir das gemacht. Da war ich bestimmt 15 Jahre oder so nicht mehr in dem Dorf meiner Oma. Und weil wir sie dann immer in der Stadt getroffen haben oder bei anderen Verwandten. Und dann sind wir zusammen dorthin gereist. Und da hat Julian wirklich Tradition pur kennengelernt. Die Männer haben in einem Haus geschlafen, die Frauen in dem anderen Haus. Aber die hatten genug zu trinken dabei. Und und ich habe mit meinen Cousinen wieder in einem Zimmer geschlafen. Meine Schwester, meine Mutter, wir uns alle da reingequetscht, Matratzenlager. Das war total lustig. Julian will was sagen. Und tiefste Türkei. Also nicht am Strand, nicht mit Meer, sondern wirklich... Nicht Istanbul. Istanbul schon gar nicht. Anatolisches Dorf. Also Blumsko nicht mehr, aber auch das. Aber nein, vor allem landschaftlich war das ein Wahnsinn. Also die Canyons, die wir da gesehen haben, die Gesteinsformationen, haben so eine richtige Rundfahrt gemacht. War natürlich sehr stolz, die Eltern von ihr, dass sie uns das zeigen konnten. Das Dorf deines Vaters ist ja mittlerweile ausgestorben, da lebt niemand mehr, nur noch alte Holzhütten. Und dann gehen da Felsen los, also das ist wie amerikanischer Grand Canyon. Also unglaublich. Ja. Das war toll, war richtig toll. Ich finde das schön, dass du jetzt zum Schluss noch mal zu Wort gekommen bist. Ja, manchmal, aber auch nur. Ich finde, so muss es sein in einer guten Ehe, dass der Mann immer ein bisschen darum kämpfen muss, zu Wort zu kommen. Ich hoffe, dass du wiederkommst und nochmal versuchst, das ein bisschen auszugleichen, das Verhältnis. Dann ihr seid ein Wahnsinnspaar. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich glaube, Giovanni auch, oder? Ja. Ich bin so. Vielen Dank, Julian Kohlner von Ecke. Ich bin total bei Julia. Wir haben noch ein tolles Paar hier. Heute Abend, darüber freue ich mich auch sehr. Einer ist bekannt, war auch schon öfter hier. Einer ist zum ersten Mal mit dem Papa im Fernsehen. Umso schöner ist das. Der eine ist der Vater, der andere ist der Sohn. Und jetzt mussten wir, glaube ich, einmal kurz erklären, warum ich den Vater duze und den Sohn natürlich sieze, wie es auch sich gehört. Der Grund ist, dass beim letzten Mal, als Dirk Rossmann hier war, er irgendwann mich mitleidig angeschaut hat und gesagt hat, ich glaube, wir duzen uns besser, sonst mache ich zu viel Schleichwerbung für mein Unternehmen. So ist er, Dirk Rossmann. Deswegen sind wir beim Du. Natürlich wollen wir auch ganz viele Paargeschichten hören. Natürlich nicht so der Art, wie habt ihr euch kennengelernt. Aber was ich schon spannend finde, ist, wie kommuniziert man mit einem Papa in einem Unternehmen? Man muss wissen, Raoul ist seit etwa 3 Jahren in der Geschäftsführung des Rossmann-Imperiums. Wie kommuniziert man mit einem Geschäftspartner, der nicht mailt und nicht simst? Meistens beim Mittagessen. Oder wenn er in der Waagerechten liegt, auf seinem Sofa, und ich hoch aufs Büro komme, und dann nehme ich ihn kurz in den Arm. Dann fällt er in die Waagerechte wieder zurück und ich setze mich aufs Sofa und wir reden dann. Der schläft im Sitzen? Nein, er schläft nicht. Nein, in der Waagerechte. Er liegt gerne. Ach so, er liegt ja gerne. Ist ja auch dokumentiert worden, gab es ja mal auf Arte eine wunderbare Dokumentation
Erzählen Sie wo wir beide auch drin vorkommen. Also er liegt gerne. Ja, er liegt immer sehr gerne. Arte weiß von früher sogar, Arte, dass er Lieferant wie jemand liegt, empfangen hat. Und das habe ich auch in deiner Biografie alles nachzulesen. Nee, das soll so gewesen sein in den 80er Jahren. Ja, und wie fanden das die Lieferanten? Fanden die das entspannt, dass da so ein wichtiger Mensch wie Dirk Rossmann... Also jetzt muss ich aber hier mal Klartext reden, so geht's ja gar nicht. Ich habe als blutjunger Mensch 1972 einen Drogeriemarkt aufgemacht. Und bis dahin hatte ich so nicht eine richtige Beziehung. In Hannover, an der Listermeile, und ich kenne ihn noch als Augenzeuge. Danke. Danke, dass du dich daran erinnerst. Ja. Und da hatte ich im war ja eine Sensation, das war einmalig. Also so. Ja, danke. Ja. Ich hatte im ersten Stock ein Zimmer und das war mein Wohnzimmer und Schlafzimmer. Ich hatte nur ein Zimmer. Und da ich ja auch gerne geschlafen habe und morgens kamen die Vertreter, die da haben dann das alles verkauft, lag ich teilweise noch in meinem Bett. Das stimmt. Unmögliches Verhalten, weiß ich. Aber so schlimm war es gar nicht. Und ich habe das dann auch relativ schnell aufgegeben. Denn das ist natürlich extrem unhöflich, Vertreter von der Industrie also im Bett zu empfangen. Es ist einige wenige Male passiert, ich gebe es zu. Aber ich habe das ganz schnell aufgegeben, weil... Ich bin zwar gelegentlich unhöflich, aber nicht auf Dauer und nicht berufsmäßig. Aber ich glaube, das ist für viele Menschen jetzt erstmal aufschlussreich. Man kann so ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz 2018 von, glaube ich, mehr als 9 Milliarden. Dieses Jahr werden es so ganz... Zweistellig? Ja, so 9,995. So man ungefähr. Muss ja noch Ziele haben. Ja. Und 55.000 Mitarbeitern, dass man das leiten kann ohne Mails und ohne, dass man das Smartphone benutzt. Das ist doch eigentlich eine Sensation. Sag du mal. Also ja, aber auch nein, weil wir haben ein Handelsunternehmen. Ein Handelsunternehmen, da findet natürlich die Musik in den Filialen statt. Und in den Filialen sind die Menschen ja auch nicht online, gerade unsere Mitarbeiter nicht, auch unsere Kunden. Und da mein Vater einfach sehr gern und sehr viel Zeit in den Filialen verbringt, ist das auch gar nicht so wichtig, dass er das alles hat. Ja? Und mein Vater fungiert ja sehr stark als Integrationsfigur da auch, wenn er draußen unterwegs ist. Ich weiß immer, die meisten Filialmitarbeiter freuen sich mittlerweile, wenn er kommt. Früher war es auch so, dass er manchmal ein bisschen strenger war und hingeguckt hat. Heute ist er eher, sagen wir mal, zu Besuch und findet auch ein wertschätzendes und Lobeswort. Gutmütig, genau, das ist immer mehr eingekehrt. Und so, dass dieses Digitale gar keine so wichtige Rolle spielt und es auch gut ist, dass es nicht so eine wichtige Rolle spielt, weil wir eben ein sehr analoges Geschäft führen. Herr Schubeck, darf ich Sie fragen, ob Sie simsen oder mailen? Also ich bin immer fürs Sprechen miteinander, weil da kann ich mich ganz anders ausdrücken. Also wenn ich was schreibe, das ist kalt. Mhm. Wenn ich jemand am Telefon oder am liebsten ist mir, wenn ich jemanden anschauen kann, dann weiß ich, in welchem Zustand das der ist. Und wenn beide so erregt sind, dann sage ich, lass uns das morgen machen, weil sonst sind wir ungerecht. Und ich möchte nie weiter wie unter das Kinn gehen, denn alles, was drunter ist, das bereust du nachher. Mhm. Und das ist auch ein Zeichen von Mut, jemand gegenübersetzen, um ihm was zu sagen, was vielleicht jetzt nicht angenehm ist. Und die meisten schreiben, ich mag dich nicht mehr, leck mich am Arsch oder so in der Richtung. Und das mache ich nicht. Ich möchte den anschauen, mit ihm sagen, warum ich jetzt mit ihm sprechen möchte. Und viele schreiben einfach nur, das ist in einer privaten Beziehung das Gleiche wie im Geschäft, du darfst das gar nicht machen. Weil entweder du bist ein Häuptling oder du bist ein Indianer. Und wenn du deinen Betrieb führst, dann musst du ihn so führen, dass die Leute zwar nicht immer deiner Meinung sind, aber die müssen dich achten, weil sonst geht das nicht. Häuptling und Indianer, also... Als ich ganz jung war, habe ich mich mal beworben bei jemandem und kam da rein. Da waren mehrere Leute, 5 Leute, aber nur 3 Stühle. Und dann wollte ich mich nicht setzen. Dann sagte der Chef, setzen Sie sich doch hin. Sag ich, aber dann müssen die doch stehen. Und dann hat der gesagt, wissen Sie, Herr Di Lorenzo, bei uns gibt es Häuptlinge und bei uns gibt es Indianer. Und die Indianer stehen. Und da muss ich sagen, es hat sich was zum Guten verändert in der Gesellschaft bis heute. Wodurch unterscheiden, würden Sie sagen, ich meine, Sie sind jetzt im selben Unternehmen, das hat Ihr Vater aufgebaut, gibt es denn geschäftliche Ideen oder geschäftliche Führungspraktiken, von denen Sie sagen würden, die würde ich gerne ändern? Also für mich waren ja meine Mutter und mein Vater sehr stark im Unternehmen präsent. Sogar für mich war meine Mutter ja eigentlich noch viel präsenter. Genau, ja. Sie haben auch ihre Anteile bekommen? Genau, ja. Das ist aber gar nicht so wichtig. Also meine Mutter ist wirklich noch präsenter teilweise als mein Vater im Geschäft, weil sie noch stärker in manchen operativen Bereichen tätig ist, in denen ich halt auch angefangen habe, sodass ich, als ich meine Ausbildung bei uns im Unternehmen Duales Ausbildung beendet habe, quasi erst mal 5 Jahre eigentlich mit meiner Mutter zusammengearbeitet habe bis 2015, weil da war ich Abteilungsleiter und sie war quasi Geschäftsführung.
Und erst 2015 bin ich in die Geschäftsführung. Und dann natürlich war vielleicht der Kontakt zu meinem Vater noch enger als vorher. Aber geprägt bin ich durch beide sehr stark. Und auch gut, weil beide sehr unterschiedlich sind. Und ich konnte mir von beiden das Beste nehmen. Und ja, meine Frage war ja nicht, von wem haben Sie das Beste, sondern was gibt es Dinge, die Sie anders sehen und anders machen oder eines Tages machen werden? Also ich glaube, das mache ich jetzt schon tagtäglich anders. Also mein Vater ist ja eher eruptiv teilweise, wie in seinen Ideen, wie auch im Arbeiten manchmal. Meine Mutter ist eher, sagen wir mal, die Penible und ich würde mich dazwischen irgendwo einordnen. Ja, ich habe von beiden, wie gesagt, einmal ein bisschen das Penible, dass der Tag schon morgens um 8:30, 9 anfängt. Mein Vater, wann bist du immer so im Büro? Das ist so von, meiner Mutter ist deutlich strukturierter als der meines Vaters. Und da ähnel ich zum Beispiel meiner Mutter viel mehr in der Hinsicht als mein Vater. Sie haben mal den sehr liebevollen Satz gesprochen. Dafür hat mein Vater alle 5 Jahre eine geniale Idee. Ja, das hat er auch wirklich. Und das kommt aus der Ruhe heraus, glaube ich, dass er eben analog lebt und auch teilweise manchmal auch abgewendet vom Geschäft ist. Nicht in der Hinsicht, dass er sich da nicht wochenlang nicht dafür interessiert. Also mein Vater hat seine Bereiche und da ist er wirklich firm drin. Aber er lässt sich auch jetzt nicht mit allen Informationen zuschütten. Also wenn wir mittags Mittagessen gehen, dann ist auch klar, dass wir... In Großburg-Wedel. Meistens, ja, genau. Dass wir nicht über die Firma reden oder wenn nur über Positives. Das ist so ein Grundsatz von ihm zum Beispiel. Also beim Mittagessen negative Themen, das geht auch gar nicht. Ja. Ist eher so ein eruptiver Mensch. Also jeder hat da so seine Fantasien. Ja, also Fantasien, also dass auch mal explodieren kann. Kann er sich denn gut entschuldigen, wenn was daneben ging im Ton? Naja, das eine ist ja eine Entschuldigung zu interpretieren. Ja, und das andere ist wirklich Entschuldigung zu sagen. Also richtig Entschuldigung zu sagen, das kann er nicht. Außer man verlangt es ihm wirklich insistierend ab, dann habe ich das auch schon mal erlebt, dieses Jahr einmal. Aber, also das ist bei uns der Modus wie Wendy ist, einfach, dass man einfach sehr schnell, sehr herzlich und sehr lieb wieder miteinander umgeht. Und genau, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich kann das so nicht stehen lassen hier. Ich bin überhaupt nicht zweimal. Jeder Buddha hätte ein Problem, wenn er mich erlebt und würde eifersüchtig werden. Ja, wo bin ich denn eruptiv mit? Ja. Aber Dirk, ich weiß nicht. Nicht eruptiv einschüchtern. Aber weißt du, warum ich es gefragt habe? Weil du unvorsichtigerweise in der letzten Sendung, der du mir das Du angeboten hast, gesagt hast, du hast mit den Jahren gelernt, Entschuldigung zu sagen. Das kann ich auch. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas falsch mache, dann tut es mir ja auch leid. Und dann habe ich da überhaupt kein Problem zu sagen, das tut mir leid. Weil das ist ich die finde, Entschuldigung. Ja, mehr, also... Ne? Und besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ich denke, das gehört zur Kommunikation dazu. Und ja, wir sind wirklich sehr erfolgreich. Aber das hängt damit zusammen, dass wir ganz tolle Mitarbeiter haben, auch in der Familie uns richtig gut verstehen. Ganz tolle Mitarbeiter haben. Und da ist Ehrlichkeit wichtig. Und zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, hallo, ich habe mir das noch mal überlegt, das war gestern blöd von mir oder das war scheiße von mir. Ich bitte um Entschuldigung. Also das ist, gehört zu einer Gemeinschaft dazu. Und der muss es aber auch gut sein. Ja, der darf nicht irgendwie nachgetreten werden. Oder so. Und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesprächskultur. Campino würde ich gerne noch fragen, denn der ist ja auch Chef von zwei Unternehmen. Das ist seiner Band und er ist Co-Chef von der Ich bin nur Pressesprecher. Der Pressesprecher, bist du gut im Entschuldigung sagen? Ich bin sehr gut im Entschuldigung sagen. Ich baue auch sehr viel Scheiße, also ich habe gute Übung. Und das fällt mir das fällt mir nicht schwer. Ich bin oft ungerecht vielleicht, aber ich kann mich entschuldigen und es tut mir auch leid. Und merkst du es auch von selbst? Aber ich bin kein Chef. Wir sind eine basisdemokratisch organisierte Band, da hat jeder ein Stimmrecht. Ich versuche die anderen zu überreden, aber Chef ist was anderes. Okay. Und Häuptling oder Indianer, ich habe immer gedacht, also in meinen Büchern kamen immer nur Indianer Häuptlinge vor, die waren beides. Also insofern, Entschuldigung klappt bei mir. Das ist etwas, was andere sehr mühsam lernen müssen im Leben. Ich weiß nicht, ich finde... aus irgendeinem Grund, ich hatte da nie ein Problem mit. Ich denke, ich glaube, wenn du nicht so selbstbewusst bist, dann fällt es dir schwer, Entschuldigung zu sagen, weil du dich dann ganz klein fühlst. Normalerweise würde in jeder Auseinandersetzung geht es ja immer darum, dass man dem anderen das Gesicht wahren lässt, dass man also auch nicht zu hart schlägt, auch wenn man im Recht ist.
Und ich glaube, dass dieses, dass eine Entschuldigung einfach dazugehört und auch eine manchmal auch eine taktische Maßnahme ist. Ich sage auch sehr oft Entschuldigung, wenn ich es gar nicht so meine, aber dann geht das Leben vernünftig weiter. Okay. Ich weiß jeder, dass Dirk Rossmann jemand ist, der sich auch politisch sehr interessiert, viel liest, auch ein Sensorium hat für Probleme in der Gesellschaft, neuerdings sich auch mehrmals gezeigt und geäußert hat in Bezug auf das Klimathema. Wären Sie beide auch bereit, auf Expansion Ihres Unternehmens, das ja noch von Jahr zu Jahr wächst, oder gar auf gewisse Artikel zu verzichten in Ihren Läden, wenn dafür das Klima ein bisschen besser geschont wird oder ein anderes gutes Anliegen verfolgt wird? Soll ich? Mhm. Es wäre undemokratisch, wenn Unternehmen darüber entscheiden würden, was nachhaltig ist und was nicht Nachhaltigkeit ist. Und das ist das Schöne, dass wir als Handelsunternehmen Angebot schaffen und letztendlich der Kunde uns zurückspielt, was er haben möchte. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es immer, eine Alternative zu schaffen. Und das schaffen wir momentan sehr, sehr stark. Also wir hatten neulich vor 2 Jahren eine Sendung bei NTV gehabt. Und wenn ich die heute sehe, denke ich mir, wo stehen wir heute? Wir sind so viel weiter bei vielen Themen, ob Rezyklat, Plastik, Mikroplastik und Co., was wir auch intern selber dort angestoßen und bewegt haben. Weil es ist ja eine Reise von 33.000 Mitarbeitern. Ne? Natürlich setzen wir die Leitlinien, aber die Entscheidung, nämlich das Zug oder das Auto, das trifft natürlich jede Entscheidung. Da trifft der Mitarbeiter die Entscheidung auch darüber. Oder welche Energiequellen nehmen wir? Habe ich das richtig verstanden? Sie sagen, wir bieten alles Mögliche an und der Kunde muss entscheiden, was er nimmt. Wir machen keine... Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich liste alles aus, was nicht nachhaltig ist. Also würde ich zumachen. Ja? Also einfach, weil es sich nicht mehr rechnen würde. Ja, genau. Auch wenn Sie es für richtig hielten. Also nochmal, die Sache ist... Schwere Frage. Ja, ich finde das gar nicht so schwer, weil es geht halt in der Demokratie und auch in der Marktwirtschaft darum, dass nicht nur Unternehmen entscheiden, sondern halt auch Kunden entscheiden. Und wenn ich, wie gesagt, unser Sortiment uns anschaue, würde ich sagen, unser Sortiment ist heute viel, viel nachhaltiger aufgestellt als noch vor 5 oder 10 Jahren. Weil auch die Kunden einfach es nachfragen. Ja. Darf ich dazu eine Frage als Konsumentin? Mhm. Jetzt Drogeriemärkte im Speziellen, aber auch allgemein, wenn Sie sagen, der Kunde entscheidet. Aber, entscheidet mit. Mhm. Aber seit Wochen, Monaten ärgert mich persönlich zum Beispiel, dass ich in vielen Supermärkten überhaupt nicht die Entscheidungsmacht habe. Weil wenn ich da hingehe, Plastik, ausgerechnet Bioprodukte, ist jetzt nicht Ihr Metier, ausgerechnet Bioprodukte sind immer in Plastik. Da muss ich mich jedes Mal entscheiden. Kaufe ich jetzt? Also da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Und das ist genauso, wenn ich nachhaltige Kosmetik kaufen will, zum Beispiel Shampoos. Da steht dann ganz dick drauf, frei von dem. Aber ich habe halt eine Plastikverpackung. Da frage ich mich wirklich, wo beginnt diese Kette? Also wie funktioniert das? Warum gibt es da nicht Alternativen? Wenn Ihr Supermarkt jetzt nur auf ohne Plastik umstellen würde und Sie würden es selber bedienen. Es gibt solche Läden, auch in Hannover haben wir 4 Stück, wäre der Supermarkt aber nicht der gleiche und es wäre viel, viel teurer. Ich kenne diese Läden, wo man zum Beispiel ohne Plastik einkaufen kann. Das sind dann 150 Artikel bis 200 Artikel. Da kostet dann das Deo nicht 90 Cent, sondern 4 Euro. Das ist halt ein Nischenbereich heutzutage. Und die Frage ist, wie wir diese Nische ein Stückchen weit mehr in den Massenmarkt hineinkriegen. Und wie gesagt, da passiert unfassbar viel. Ich will nur mal eine Sache klarstellen, das ist ganz wichtig. Es gibt eine deutschlandweite Befragung, was sehen Sie als oder was schätzen Sie als gefährlicher ein, Plastik oder das Weltklima? Da sagen mehr Plastik, obwohl das natürlich völlig, ich muss sagen, nicht nachvollziehbar ist, weil das Weltklima, und das hattest du ja auch in der Talkshow neulich angesprochen. Also das muss man nochmal erklären. Ich habe die Frage auch gestellt, weil Dirk, also Ihr Vater, war im November bei der Kollegin Maischberger und hat da einen Verleger, den ich gut kenne, unglaublich schön beschert, indem er 25.000 Bücher eines Werkes, das ihm offenbar sehr imponiert hat, nämlich Wir sind das Klima, Jonathan Safran Foer, gekauft hat und gesagt hat, wer sich bei mir jetzt die ersten 25.000 bekommen ist. Deswegen stelle ich Ihnen auch die Frage, welche Konsequenz sind Sie denn bereit zu gehen? Ich würde gerne noch mal darauf zu... Ich will auch gerne... Der Satz ist wirklich wichtig, weil das Thema Plastik gerade kam. Und das Thema Weltklima hängt eben... Das ist ein viel wichtigeres Thema, weil hunderte von Millionen Menschen in Küstengebieten leben. Die Artenvielfalt weltweit leidet darunter.
Man könnte die Palette unendlich weiterspinnen, die Agrarkultur. Plastik ist erstmal kein Problem, wenn es in der Müllverbrennungsanlage landet und es wird halt verbrannt. Plastik wird zum Problem, wenn wir halt keine richtige Entsorgung haben und sie irgendwo im Weltmeer landet. Dann ist sie halt ein Problem. Und diese Müllentsorgungssysteme existieren in Europa überwiegend und 90% des Plastik landet halt auch in der Müllverbrennungsanlage oder wird halt recycelt. Das ist ja die Initiative, mehr Plastik zu recyceln, dann ist Plastik halt auch nicht schlecht, weil wenn es recycelt wird und wiederverwendet wird, das kann man es entschärfen. Ernährlich ist aber ein wichtiger Punkt. Ich finde, jetzt müsste aber einmal Ihr Vater zu Wort kommen. Aber ich muss das klarstellen. Das war mir wichtig. Ja. Also, Giovanni, ich habe deine Frage sehr gut verstanden. Es gibt immer Grenzfälle, wo es wirklich ans eigene Portemonnaie geht. Und ich denke, ich brauche nur in einen anderen Bereich zu gucken. Fleisch essen, vor allen Dingen Rindfleisch zu essen, ist das Schlimmste für unser Klima, was es überhaupt nur gibt. Weil die Wälder, 90% der Brandrodung auf der Erde, 90% wird nicht dazu gemacht, um direkt Menschen zu ernähren, sondern um erstmal das Vieh zu ernähren. Man braucht 16 Kilo Getreide, um ein Kilo Fleisch herzustellen. Also wenn wir unser Klima retten wollen, ich verlange von niemandem und sage zu niemandem, werd Vegetarier oder Vegan, ich bin selbst auch nicht. Aber wir müssen weniger Fleisch essen, weil Fleisch, und das sagen mittlerweile die meisten Wissenschaftler, für über 50% der Erderwärmung verantwortlich ist. Mhm. Wir versuchen immer mehr zu machen und wir stehen in der Pflicht. Deshalb habe ich auch schon vor 28 Jahren die Stiftung Weltbevölkerung gegründet. Denn wir hatten mal 1 Milliarde Menschen auf der Erde vor 200 Jahren. Mittlerweile kommen 1 Milliarde alle 12 Jahre dazu. Das ist ein Riesenthema. Und wir müssen uns klar zeigen, das weiß ich. Und trotzdem, und da verstehe ich Raul ganz gut, wir wollen auch niemandem was vorschreiben. Ja. Frau Eckes, meine Frau raucht 3 Zigaretten am Tag. Ich will es und werde es ihr nicht verbieten. Und wir verkaufen bei Rossmann auch Zigaretten. Und wir verkaufen auch Wein bei Rossmann. Ja? Also da, so meint, glaube ich, Raul das. Ja, der Verbraucher entscheidet. Wir wollen nichts halt verbieten. Aber wir müssen natürlich unseren eigenen Anteil leisten, so viel wie möglich zu tun, was in unseren Möglichkeiten steht, um das Klima zu erhalten, wobei, und die Erderwärmung und der Erderwärmung entgegenzutreten. Wobei niemand, so möchte ich antworten. Niemand ist daran gehindert, mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Frage war schwierig, ich gebe es zu, nicht alle Antworten sind gekommen. Wieder mal ein Grund zu sagen, kommt wieder. Eine Gewissheit nehme ich aber aus diesem Gespräch mit, nämlich, dass überhaupt keine Gefahr besteht, dass dein Sohn Raul irgendwie untergebuttert werden wird. Ja. Vielen Dank den beiden. Wir kommen jetzt endlich zu dem Mann, der uns diese Plätzchen mitgebracht hat. Diese wunderbaren Weihnachtskekse. Alfons Schubeck, wir freuen uns, dass du da bist. Auch deshalb. Alfons, was ist wichtiger? Ein perfekt umgesetztes Rezept, weil diese Plätzchen sind perfekt, oder einfach nur, dass jemand an einen gedacht hat? Und sie können ganz krumpelig sein und auch vielleicht gar nicht schmecken. Ich finde, dass die Mischung ganz so gut ist. Also du brauchst ein gutes Rezept. Das kriegst du meistens von der Oma oder von der Mutti. Und selber brauchst du nichts Neues erfinden, weil das ist alles schon da gewesen. Und du spürst praktisch, ob ein Plätzchen mit Leidenschaft gemacht ist oder ob es rausgestanzt worden ist. Mhm. Ist die Weihnachtszeit die stressigste Zeit für einen Koch? Für Gastronomie ist es sicher da, wo man am meisten hinlangen muss, weil die Weihnachtsfeiern sind jetzt nicht mehr so viel, aber trotzdem noch da sind. Und das ist halt immer so, wo jeder für meine Begriffe ein bisschen übersäuert. Auch weil er meint, er muss es das ganze Jahr wieder einholen, weil Weihnachten ist. Es gibt viele Möglichkeiten unterm Jahr. Das du meinst, so zu viel Zucker, zu viel Fleisch? Naja, dick wirst du nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten, das steht da fest. Ja. Aber es ist für meine Begriffe, es kocht einer nie und jetzt macht er am Weihnachten der Gans. Dann denke ich mir, wie blöd bist du es? Mach doch was anderes, mach doch das, was du kannst. Und nicht unbedingt die Gans ist die Gans. Ja, dann würde es bei mir gar nichts geben, Frau. Das ist schlecht. Naja, ich sage dir, Eine gute Brotzeit kann viel Stress und viel Ärger verhindern. Denn wenn jetzt einen ganzen Tag in der Küche steht, dann kommt diese bucklige Verwandtschaft irgendwann angedackelt, wo schon meckert, dass ihm der Vorhang nicht gefällt und der Stuhl wackelt wie beim vorigen Jahr. Und hast der Ofen du nicht ist auch so eine nicht nette geputzt. Familie, Alfons? Ich mach gar nichts am Heiligabend. Ich setze mich hin und esse, was es gibt.
Und ich bin immer dafür, dass es, ich sage jetzt mal, so ein bisschen aufgemotzte Brotzeit, ja. So ein bisschen so Salate, einer kann grillen, wenn es nicht so kalt ist draußen oder irgendwas machen. Aber ich finde... Du machst Wintergrillen? Ja, natürlich. Das ist doch nichts Schlechtes. Das machen natürlich nur die ganz Harten, ne? Sich da draußen hinstellen, bei Minustemperaturen, Weihnachten, wo es drin schön gemütlich ist. Die Pfanne her, nicht? Und legst das rein. 15 Grad im Rhein. Also ich finde, dass ein bisschen zu viel geballt auf diesen Tag ist. Mhm. Man möchte das ganze Jahr auf einmal wieder wettmachen. Und dabei hat man so viele Möglichkeiten, unterm Jahr auch was Nettes zu machen. Mhm. Und viele streiten dann auch sehr viel. Also ich muss immer viel ausfahren. So am Tag, der bestellt, der bestellt, der bestellt. Und dann ist eigentlich das Interessanteste. Normal bin ich stockbesoffen, bis ich beim letzten war. Weil jeder, da sollte es der Glasl trinken, mache ich natürlich nicht. Immer aber diese Stimmungen, die du da erlebst, der eine rennt rum im Schlafanzug, der andere schreit hinten raus, denkt, oh Gott, das will, Gott sei Dank bin ich da heute Abend nicht. Und dann der andere sagt, wie lange muss ich die ganze in den Ofen einschirmen? Dann denke ich mir, bestell doch keine, verstehst du, wenn du das nicht kannst. Aber es wird zu viel an so einem Tag reingeschmissen. Und dann sind die Leute meistens abends so kaputt, dass sie es gar nicht mehr genießen können. Betretenes Schweigen hier im Studio. Der eine oder andere erkennt sich wieder möglicherweise. Das eine oder andere auch wieder, ja. Mhm. Ich würde sowieso denen raten, die sagen wir mal, mit der Gans jetzt nicht so umgehen können. Ich habe zu der Ente rein. Die Ente gibt es die ersten zwei Stunden 130 Grad und danach drehst du es auf 180. Dann ist es eine halbe Stunde später wunderbar braun. Wenn dir die Soße nicht gelingt, mein, ist dann das ist so das halt einfach? Ohne Soße. Ich kaufe eine Ente, mache die Verpackung ab und dann im Backofen. Ja, aber du musst einstellen. Die Verpackung schon runter machen, ja, weil wir hier Angst haben. Ich muss jetzt was sagen. Darf ich das sagen? Weiß ich noch nicht. Also, wir zwei hatten einmal einen großen Auftritt vor ungefähr 800 Leuten. Und dann war so ein Ofen dort und eigentlich sollte man was kochen, gell, eigentlich. Und dann habe ich... Ah, nee, erzähl lieber doch nicht. Okay. Das war witzig. Nein, es ging darum, dass sie gesagt hat, dann, also kochen kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, was kannst du denn dann? Und dann hat sie so clever, so nett geantwortet, dass bei jedem anderen Satz die Leute nur noch gebrüllt haben, weil es ging ja eben dann nur mal ein Thema. Aber das habe ich nicht ich angefangen, sondern was so hast du. Was habe ich denn da gesagt? Ja, du hast gesagt. Doch, das weißt du nicht mehr. Ich weiß es schon, aber ich will jetzt das bei dieser vorchristlichen Sendung nicht sagen. Ja. Oh Gott. Ich kann mich nicht so richtig erinnern. So kenne ich dich gar nicht. Ja. Was ist denn da passiert? Vielleicht verwechselt er mich auch. Nein. Die kann man nicht verwechseln. Aber als uns jetzt erzähl doch mal, du hast ja jetzt erzählt, wie es bei den anderen Leuten ist, wenn du das Essen ausfährst, das bestellt. Wie ist es denn bei euch? Herrscht da Harmonie? Also du stehst am Grill draußen? Nein, ich stehe gar nicht draußen, ich tue gar nichts. Ach so. Weil ich mag das, wenn die anderen rumgeschafteln. Verstehst du, ich muss nicht da, jetzt steigt der Herr hin und sagt, das ist falsch und richtig. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und jeder bemüht sich so, dass man es auch gut essen kann. Und mir ist viel wichtiger, dass man sich mal zusammensitzt, ein Glasl trinkt und ein bisschen ratscht. Und wir sind ja eigentlich alle Nichtraucher und wenn dann einer mal Zigarre raucht, die stellen sie alle an. Also das stinkt, die ganze Bude stinkt. Und, aber warum nicht? Verstehst du, das sind so Tage, da gibt es halt ein bisschen, wenn du in Stimmung bist und dann vergehen auch diese Stunden. Das ist oft eine Qual für jemanden, dass Weihnachten über die Runden bringt. Dass also er sagt, hoffentlich geht die jetzt wieder. Eigentlich. Ja, bei dir. Bei uns, im Drehbuch zu dieser Sendung stand harmonische Vorweihnachten. Also, Paare, die sich verstehen, Lust auf Weihnachten. Ich habe noch nie erlebt, diese friedliche Zeit. Die mag es schon mal gegeben haben, auf einer Berghütte oben, wenn es 3 Meter Schnee hat, da ist wunderbar, weil da kommst du nicht mehr raus. Aber hier, da wenn du in der Stadt bist, da ist nur eine Hektik, ein Hin und Her. Also von Ruhe merke ich da gar nichts. Okay, wenn du aber dann zur Ruhe kommst, Alfons, ist das Jahresende, das Weihnachtsfest für dich so ein Moment, wo du auch mal das Jahr Revue passieren lässt? Denn ähnlich wie Dirk Rossmann bist du ja jemand, der sich ein echtes Imperium aufgebaut hat. Nein, ich hab gar kein Imperium. Hä? Die beiden Herrschaften haben Imperium. Ich habe einen kleinen Hühnerstall in München. Nein, ich bin eine kleine Bratwurst, wenn man es so sieht. Aber ich mach das, ich bin jetzt in der Jugend des Alters, ich bin 70. Ich mache das mit Leidenschaft und ich hoffe, dass mir der liebe Gott noch 20 Jahre gibt,
dass ich noch richtig Gas geben kann, weil ich habe so viele neue Ideen, wo man denkt, jetzt ist die Zeit, wo man noch so viel machen kann. Und mir tut jeder leid, der mit dem Hackelstecker durch die Gegend rennt und der hat im Grunde sein Leben abgeschlossen. Ich möchte bis zur letzten Sekunde meines Lebens, möchte dabei sein, mit ihm mitmachen und dann lebst du anders. Und wenn du mich fragst, dass ich mich jetzt hinsetze und danach denke, ich denke, jeden Tag streiche ich mein Leben durch ein Sieb, nimm den geistigen Rucksack, stell ihn vors Bett hin und überlege mir, was ich am nächsten Tag zwischen 8 und 12 machen soll, damit ich, wenn was Negatives dabei ist, damit ich den Mut habe, das in der Früh zu machen. Und die meisten Menschen schieben, machen wir morgen, ich rufe dich dann an, irgendwann rufe ich dich an, der ruft ihn gar nicht an. Und aus einem Fliegenschiss wird ein Riesenhaufen, das ist privat so oder auch in einem Geschäft. Und deswegen musst du Dinge, deswegen habe ich vorher gesagt, wenn ich so verärgert bin, dann warte lieber einen Tag, weil da redest du dich dann ein bisschen leichter und vielleicht auch ein bisschen normaler. Denn wenn du halt Chef bist und dann richtig niedermachst, ist ja nichts dabei. Und aber ihm zu erklären, warum du das so meinst, dann versteht er das auch und dann kommt es auch besser an. Aber Alfons, auch wenn du diesen Rucksack vor dein Bett stellst, ne, und versuchst, das nicht mit reinzunehmen. Ziehst ihn am nächsten Tag wieder an. Ziehst ihn wieder an, ja. Also obwohl es diese Momente gibt, wo du auch dich auseinandersetzt mit dir und mit deinem Leben. Jeden Tag. Sagst du oft zu dir, das weiß ich aus zuverlässiger Quelle, den Satz, du könntest viel mehr Leistung bringen, ich bin enttäuscht von dir. Nein, das sage ich direkt, aber so ist meine Meinung. Ich schaue in den Spiegel rein und denke mir, Bursche, du kannst noch viel mehr Leistung bringen. Wenn ich sage, ich stehe um 7 auf, ich gehe meistens um 6:30 ins Bett, um 6:30 stehe ich auf. Und dann nehme ich mir vor, stehe ich um 5:45 auf. Dann liege ich um 6:30 noch im Bett. Dann denke ich mir, du hast doch mit dir ausgemacht, dass du um 5:45 aufstehst. Also was bist denn du für eine Pflaume? Ja? Und wenn ich da beginne jetzt zu schludern, dann geht es weiter, das ist wie im Training. Also ich sage so, und jetzt trainiere jeden Tag, also vielleicht 3 Tage. Und Campino, ist das auch ein Gefühl, das du kennst? Welches? Morgens im Bett zu liegen und zu sagen, du Sau, ich habe dir doch versprochen, dass ich um 5:45 aufstehe. Ja, ich habe 2 Kategorien. Also einmal, wenn ich was bringen muss, wenn ein Termin ansteht, dann habe ich überhaupt gar kein Problem aufzustehen. Und wenn es nicht unbedingt verlangt ist, dann stelle ich mir keinen Wecker. Dann wird mein Körper mir schon sagen, wann ich hoch muss. Und das klappt ganz gut. Ist auch weit gekommen damit. Ja. Ja, aber Alfons auch. Und er auch. Aber weißt du, jeder hat einen anderen Job und einen anderen Beruf. Aber weißt du, also bei mir ist einfach so, wenn ich zu wenig schlafe, dann werde ich wirklich ungerecht. Und ja, dann muss ich mich sehr, sehr viel entschuldigen am nächsten Tag. Also ideal, wenn ich jetzt 6 Stunden zusammenbringe. 6 Stunden ist das Maximum? Ja, länger habe ich noch, glaube ich, noch gar nicht geschlafen. Dann war ich richtig fit. Und wenn man heute abends ein Glasl trinkt, also man kann ja auch 1 oder 2 Glasl trinken, aber du weißt genau, wenn du jetzt richtig man kann drüber Glas trinken. Das stimmt. Sehen wir Apfel? Nein, ich glaube Apfelsaft. Ach nee. Nein. Nein. Das Weißwein. Aber wir brauchen Glas. Das Glas kommt schon von mir. Dass man einfach sich wohler fühlt. Vielleicht, also wenn man jung ist, so 30, 40, das ist ja wurscht. Verstehst du? Schlaf 2 Stunden, stehst auf und gibst Gas. Denkst du, Scheiße, nächstes trinke ich nichts mehr. Am Abend hast du schon wieder Lust, dass du was trinkst. Aber wenn du mal so ein bisschen reifer bist, dann hast du eigentlich gar keinen Bock, dass du in der Früh aufstehst und dann das Gefühl hast, ja, Herrgott, nochmal, das letzte Glas hätte ich mir sparen können, weil das Gespräch war ja nicht besser. Mhm. Und das ist genauso gut, wenn die Leute eine Diät machen. Dann wollen sie in 3 Wochen, in 4 Wochen den Körper wieder so hinstellen, wie eigentlich sein soll. Du dick wirst du ja, das haben wir ja schon gesagt, sondern du kannst nur grammweise Fett verlieren. Und wenn einer nur das Kohlehydrat weglässt, wird er automatisch abnehmen. Und die einzige Form von Diät, wo du Gewicht verlieren kannst, ist, wenn du dem Körper das nicht gibst, was er selber dran hat. Also dreht der Körper das Fett um und verbrennt es selber. Außerdem hast du dann weniger Insulinausschüttung und damit hast du eine hohe Fettverbrennung. Denn wenn du nachts so mal richtige Brotzeit machst, dann hast du eine hohe Insulinausschüttung und dann kannst du 6 Stunden kein Fett verbrennen. Das ist der ganze Schlüssel des Abnehmens. Deswegen muss ich über jedes Diätmodell nur lachen. Und wenn einer sagt, er hat eine Stoffwechselstörung. Du, wenn ich 240 Kilo habe, dann habe ich auch eine Stoffwechselstörung. Vorgenommen für unser Gespräch,
dass wir nicht über Kochbücher sprechen, nicht über Diäten, habe ich dir vorher gesagt, nicht über Ingwer, nicht über Gewürze, ja, ich weiß es, sondern über dich, weil ich möchte dich noch ein bisschen besser verstehen, was dich so antreibt. Ich weiß, du redest da nicht so gerne drüber, aber ich will es einfach wissen. Ich finde es ganz normal, weil jeder... Nee, es ist eben nicht normal, dass man morgens um sechs denkt, was kann ich noch machen und ich bin nicht mit mir zufrieden. Das mache ich ja nicht jeden Tag. Es gibt auch Tage, wo ich um 7 Uhr aufstehe. Aber ich möchte in der Früh trainieren und ich möchte abends trainieren. Also ich muss schauen, dass ich meinen Körper fit halte. Okay. Und wenn ich es nicht mache, dann habe ich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Dann denke ich mir, warum, dann nimm das nicht vor. Nimm das nicht vor, dann hast du kein schlechtes Gewissen. Ein Lehrer soll mal zu dir gesagt haben, aus dir wird nie was. Ist das ein Ansporn gewesen? Nein, das war ja so, also das war glaube ich vor fast 60 Jahren war das. Und dann war ein Lehrer da, der hat eine Kriegsverletzung gehabt. Und ich bin beim Reinlaufen in die Schule an seinem Hackelstecker hängen geblieben. Jetzt hat es den umgehaut. Ja. Krückstock ist dann das, hat er oder? Mir gleich einmal eine auf. Dann hat er, da gab es ja noch, das war ja noch anders, da am Land draußen, hat er gerne gekriegt. Und dann hat er gesagt: Eins sage ich dir gleich, aus dir wird nie was werden. Und das hat mich dann schon getroffen, weil ich mir gedacht habe: Ein Lehrer, der sagt jetzt, aus dir wird es nie was werden. Und das habe ich dann der Zeit auch nicht vergessen. Aber irgendwann verdrängst du es und dann ist es weg. Ja. Mhm. Eigentlich hätte ich es besser gar nicht erzählen sollen. Ja. Und deine Eltern, dein Vater war Busfahrer, glaube ich. Ne? Ja. Was hat deine Mutter gemacht? Na, die war zu Hause, das war halt früher. Welche Rolle hat Fleiß bei euch gespielt? Ich sage mal so, wir sind eigentlich ganz normal aufgewachsen. Wir haben im Wald gewohnt, also für uns war es normal, dass wir in die Pilze gegangen sind, dass wir alles Mögliche gemacht haben. Wir hatten eine absolut tolle Kindheit. Wir hatten keinen Druck und waren geerdet. Und die Eltern, so wie wir das mitgekriegt haben, haben sie einigermaßen verstanden. Mhm. Ob die hätten sich gar nicht scheiden dran, das hat es damals nicht gegeben. Die waren sehr religiös, also meine Mutter wenigstens. Und das hat es uns auch aufgedrückt. Auch katholisch, glaube ich. Furchtbar, ne? Ja. Also wenn du eine Maiandacht verpasst hast, war alles schon wieder eine Maiandacht. Also wie wichtig ist jetzt eine Maiandacht? Entschuldigung, ja. Also, dass mit die Christmette geht, mag ja noch sein. Viele wissen gar nicht, was das ist. Ja, ja, aber bei uns war das so. Am Land, und du musst das alles genau wissen. Und das war halt schon dann streng. Ja. Was feiert man denn bei der Maiandacht? Gar nichts. Mai ist der Marienmonat, und da wird ein Mariengottesdienst gedenkt mit Rosenkranz. Okay. Das kenne ich, Mariengottesdienst. Ja, ich sage nur, es schadet ja nicht, wenn du Grundwerte mitkriegst. Ja. Das wollte ich sagen, das kannst du später verwenden. Und du gehst vielleicht unbekümmerter durchs Leben, weil du eine gewisse Basis hast, auf der du aufbaust und wo dir nicht jeder Windstoß gleich umschmeißt. Mhm. Und viele Menschen, die geben viel zu schnell auf. Bei mir, wenn ich hinfalle, denke ich, und dann hinfallen schon, dass ich wieder aufstehe. Also ich würde nie liegen bleiben, das gibt es gar nicht. Und jeder kann einmal ein bisschen stolpern im Leben. Jedem kann es einmal ein bisschen schlechter gehen. Ja? Ein erfolgreicher Mann wird nie sagen, es ist alles wie Butter gegangen. Das geht nicht. Aber du musst halt auch an dich glauben. Und auch in so einem Unternehmen, also wie es ihr habt, gibt es immer Mitarbeiter, die mit dir mitmarschieren, die dir helfen. Oder es gibt Menschen, die dir die geistige Hand reichen und dann die dir das Gefühl geben, der glaubt an mich, jetzt greife ich an. Und das ist ganz wichtig. Manchmal ist die Hilfe, dass einer an dich glaubt, mehr wert, als wenn du einer 500 Euro gibt. Wer glaubt an dich? Weißt du, du wächst ja auch täglich. Und wenn einer sagt, ich bin jetzt fertig mit meinem Leben, dann würde ich sagen, bist du ein armer Hund. Jeden Tag kannst du was dazulernen. Du kannst von anderen Menschen lernen, wie sie sich bewegen, wie die antworten. Und ich passe immer auf, also ich habe einmal mit Elmar Wepper, da habe ich fast 25 Jahre haben wir am Sonntag diese Serie gehabt, Schubex heißt die, läuft im Bayerischen Rundfunk, 17:15 Uhr, dass du mal einschalten kannst und kochen lernst. Und dann hat der Elmar, der Schauspieler ist, der hat ja mit dem Auge einmal so gemacht und einmal so. Und ich musste so machen. Da denke ich mir, das kann doch nicht sein, dass er mit einer Augenbewegung mehr reißt, als ich da rumfuchteln muss. Und dann haben wir gedacht, schauen wir jetzt mal ein bisschen ab. Wie der jetzt reagiert oder wo der seine Hände gibt und so. Und dann, du musst einfach bereit sein, von Menschen anzunehmen. Und auch bei eurem Gespräch, ja, das ist auch interessant, wenn du zwei Religionen hast und wie bringen wir das jetzt hin, dann muss man das ja auch so sagen, dass die Leute auch verstehen, auch wenn es einmal scheppert zu Hause. Ich finde, man muss immer wieder versuchen, dass man gut ist, dass man das ausredet. Und wenn es am ersten Abend nicht geht, dann lass das bitte ja nicht verhärten und länger wie eine Woche sein.
Weil das ist ganz schlimm. Und jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wo jeder diese Besinnlichkeit, dieses Wiedermögen, sich die Hand reichen gesagt, da schäbert es am allermeisten. Hm. Alfons, jetzt ist es doch noch so besinnlich geworden. Danke. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Es war eine Freude, auch mich ein bisschen mit Ihrem Leben auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass Sie der Ansicht sind, dass die Beziehung zu einem Orchester einer Liebesbeziehung gleicht. Wie kommen Sie drauf? Deswegen bleiben die meisten Dirigenten weniger als 7 Jahre bei einem Orchester. Weil es auch wieder weggeht, ja. Die Leidenschaft. Ja. In den alten Zeiten war die Beziehung länger. Mhm. Nicht? In den 70er oder 80er Jahren haben die Dirigenten, die Berühmten und weniger Berühmten sind dann 20, 30 Jahre geblieben, einem Orchester treu geblieben. Und jetzt ist es, wenn man 2 Perioden überlebt, so 2 mal 3 Jahre, ist es schon ein, sagt man schon, der ist schon lange geblieben. Sie haben 3-Jahres-Vertrag bei den Bremern? Nee, hier ist es 5. 5, also lange 5. Strecke. Da sind Sie ja jetzt im ersten Drittel. Und in welcher Phase der Liebesbeziehung sind Sie denn? Ja, ist immer so. Am Anfang ist es leicht, weil am Anfang der Periode ist man ja bei einem Orchester nicht so viel da, weil der Terminkalender von den anderen Orchestern noch voll ist. Ja, dazu muss man wissen, wir haben es ja gerade gehört, Sie haben noch die Straßburger Philharmoniker und dann haben Sie an einem sehr, sehr weit entlegenen Ort auch ein Engagement, über das wir unbedingt noch sprechen müssen. Aber deswegen ist es am Anfang, sind es ein paar Wochen im Jahr und dann redet man über Flitterwochen. Natürlich, klar, weil man sieht sich so selten, das ist so wie in einer Beziehung. Wenn man dann wirklich nur jede 3 Monate zurück nach Hause kommen würde, ich glaube, man würde sich auch wahrscheinlich sehr freuen aufeinander, nicht? Also wenn das so eine Zeit dazwischen ist. Und später wird das zunehmen, also weil wir wollen ja unsere Zusammenarbeit mit der Bremer Philharmoniker intensivieren. Es geht jetzt auch in die Richtung Oper. Ich mache unsere erste Operninszenierung, also nicht Inszenierung, sondern Opernaufführung. Ich dirigiere ja nur. Und das ist auch im Bremer Theater jetzt im März, kommt es dann raus. Und dadurch bin ich dann zunehmend mehr in Bremen, wo ich sehr gern bin, weil für mich ist es, ich liebe das Wetter so wie es gerade heute war es schon zu sonnig, aber so wie es gestern war, das ist für mich ein ideales Wetter und deswegen bin ich auch sehr, sehr gern hier. Sie haben ja, danke für die Blumen. Bremer Publikum ist dankbar. Wir werden nachher ein Lied von Campino hören, was auch praktisch für Bremen und Hamburg geschrieben worden ist. Aber verraten noch nicht den Titel. Sie haben mit so großartigen Künstlern zusammengearbeitet. Wer wird Ihnen immer im Gedächtnis bleiben, weil er so extravagant war und weil er sich das auch leisten konnte? Da ist es ohne Zweifel Carlos Kleiber. Das ist ich hatte ja ein Riesenglück. Carlos Kleiber war mit einer slowenischen Balletttänzerin verheiratet. Und deswegen hat er auch diese Beziehung. Er hat irgendwann bei einem Besuch, weil er war regelmäßig in Slowenien, hat dort auch ein Haus gehabt mit seiner Frau. Und er hat sich irgendwann in seiner Familie geäußert, er würde sehr gerne was für dieses Land tun. Das kam mir zu Ohren und allen Leuten, die damals für die Kultur in Slowenien in der Hauptstadt zuständig waren. Und wir haben uns gedacht, okay, wir laden ihn ein. Als Dirigent? Als Dirigent, natürlich. Mit der slowenischen Philharmonie, mit dem Orchester, das er nie dirigiert hat. Er hat früher das Rundfunksymphonie. Mhm. Nein, komm, bleiben Sie bei ihm. Mhm. Aber das war jetzt. Und dann haben wir, ich glaube, wir haben es, das war 96, damals gab es ja noch keine, er hätte ja auch nie ein Mobiltelefon besitzt. Ich glaube, das, auch nein, wenn es schon. Aber warum war der so extravagant? Also ich weiß, dass der als unglaublich feinnervig und sensibel galt, sodass er vor Aufführungen sich angeblich manchmal sich übergeben musste vor Aufregung. Wie haben Sie ihn erlebt? Naja, alleine schon die erste Probe. Das Orchester saß auf der Bühne, die waren schon bereit. Die Probe fing an um 9:30. Ich wusste von allen Kollegen, die mich vorgewarnt haben, das Orchester muss um 9 auf der Bühne sein. Weil er dann um 9 das Gefühl hatte, es ist soweit,
dann geht er auf die Bühne. Und wenn das Orchester, kein Orchester da sitzt, dann hast du als künstlerischer Leiter ein ziemliches Problem. Und dann habe ich das also dafür gesorgt, das Orchester war da. Und tatsächlich waren wir ungefähr 8:50 im Vorderraum dort. Und dann dreht er sich um und sagt, wie viele Proben hast du gemacht für das Programm? Ich habe gesagt, 3. Ja, und wie war's? Ich hoffe, gut, also ich weiß nicht. Weil ich habe natürlich mit dem Orchester das Programm schon warm gespielt. Genau. Und dann hat er gesagt, okay, dann mach du doch das. Und ich habe gesagt, nee, Herr Kleiber, das geht nicht. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, warum. Und dann konnte ich mich erinnern an die Worte, an die sehr weisen Worte von dem Inspizienten von Mile in der Scala, der ein guter Freund von mir ist. Der hat gesagt, wenn der Kleiber dann einmal so zu spinnen anfängt, dann musst du mit irgendeiner Frage reinschießen, was immer du gerade im Kopf hast. Und ich habe zu ihm gesagt, wo er gesagt hat, warum nicht, habe ich gesagt, Kaffee. Dann hat er dirigiert. Haben Sie nicht auch mit Luciano Pavarotti gearbeitet? Ich nicht persönlich, ich war nur der künstlerische Leiter. Aber da hatten wir ein anderes Problem. Und zwar gab es in den ganzen Hotels in Ljubljana damals keine Suite, die groß genug war. Und dann haben wir, ein Hotel war gerade vor dem Umbau und ich habe mit dem Direktor von diesem Hotel haben wir Kontakte aufgenommen und haben wir gesagt, es würde möglich sein, dass wir würden natürlich im Voraus, dass er kommt, das war nicht jetzt von heute auf morgen, wäre es möglich, dass sie ganz oben dann eine Riesensuite machen? Und dann haben sie kein Problem und da haben sie etliche Wände runtergehauen und so und dann ist eine Riesensuite entstanden. Und, die Pavarotti-Suite. Ja, nee, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Nicht? Aber die hat es gegeben und dann haben sie das ganze Hotel renoviert. Aber das war keine leichte Woche für uns als Organisatoren. Ich stand immer ja so ein bisschen auf einer Seite als Künstler und sehr oft auf der anderen Seite als Management oder künstlerischer Leiter. Mhm. Und deswegen kannte ich so beide Seiten so ziemlich genau. Und das macht es mein jetzt, Leben manchmal nicht ganz leicht. Wo Sie selber den Taktstock schwingen, hören Sie eigentlich, wenn einer von den 80 Musikern sich verspielt? Es kommt drauf an. Das ist natürlich, man kennt die Stücke, die man dirigiert oder die man interpretiert, umso mehr, je öfter man die Stücke macht. Und deswegen ist es, wenn ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass es jetzt bei einem sehr komplizierten Stück von zeitgenössischer Musik, wenn da ein zweiter Fagottist jetzt statt Cis ein C spielen würde, in einem Tonbild, was von, ich weiß nicht, wo 80 oder 90 Musiker gleichzeitig spielen und es keine erkennbare Harmonie ist, dass ich diesen Ton raushören würde, das wäre gelogen. Mhm. Aber bei den Stücken, die ich sehr oft gemacht habe, und natürlich gibt es ja auch ein paar Tricks, und zwar man kennt auch die Druckfehler. Die Druckfehler? Die Druckfehler, das heißt, eine Partitur, vor allem wenn es aus Frankreich kommt, es gibt einen Verlag, die sind, also Frankreich, Italien ist gar nicht so schlimm. Man würde denken, Italien. Nein, es ist gar nicht so schlimm. Es ist, in Frankreich gibt es einen Verlag, der heißt Durand Paris und dieser Verlag dieser Verlag hat Briefe bekommen von unzähligen Künstlern, die dann gesagt haben, es ist unmöglich, sie bringen jetzt eine kritische Edition von einem Stück raus und da gibt es immer noch so viele Druckfehler. Das heißt, eine Note ist falsch abgedruckt, statt auf der vierten Linie von dem Pentagramm steht sie auf der zweiten Linie. Und da spielt ein Soloboist, statt G spielt er dann D. Giovanni, Alfons hat eine Frage. Ja, aber darf ich dich mal was fragen? Du wirst jetzt sagen, du redest nicht so einen Schmarrn daher. Du stehst jetzt da oben. Ja. 80 Musiker, die spielen ja noch Noten. Ja. Im Idealfall. Ja. Wie ist denn der Kontakt? Weil du sagst, wenn jetzt einer falsch spielt. Ja. Also du fängst jetzt an. Ja. Sagen wir mal, ich werde dich dirigieren. Würden die jetzt vollkommen falsch spielen oder muss ich nur den Einsatz richtig wählen? Denn wann schaut er dich an? Und wenn du dann so machst oder so, das sind ja verschiedene Instrumente, die dann verschieden eingesetzt werden und zwar in verschiedenen Lautstärken. Holst du dir das raus, dass du sagst, da hinten die Oboe muss ein bisschen lauter kommen und der mit seiner Trommel sich ein bisschen zurückgeht? Oder wie machst du das? Dass ich als Musiker, der in die Noten schauen muss, immer den Blickkontakt zu dir auch noch habe.
Es ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil wenn man zum Beispiel eine Aufnahme von einem Konzert oder selber als Zuschauer, hat man ja das Gefühl, die Musiker schauen ja auf die Noten und der fuchtelt da irgendwas. Ganz genau. Es ist eh wurscht, was der macht. Weil ich denke immer, was hat denn der jetzt? Ja. So ist es, genau. Ich sehe meine Arbeit so eine Mischung aus einer Arbeit von einem Regisseur, der das Stück für ein Theater vorbereitet, also nicht vorbereitet, sondern inszeniert. Und dann ist er auch nicht auf der Bühne und sagt, jetzt gehst du links und jetzt machst du das, nicht? Sondern es ist ja schon inszeniert. Und das ist ja meine Vorarbeit auch. Aber wenn du jetzt fuchtelst, ja. Was heißt denn das? Entschuldigung, was heißt denn das? Was heißt denn das für den Musiker? Sind es gewisse Leute, die du jetzt ansprichst, die dann sagen, oh, jetzt bin ich dran, oh, jetzt hat er gemerkt, dass ich da den Einsatz verpennt habe? Oder machst du dann so da hinten? Oder? Ich glaube, man kann das vielleicht damit beantworten, dass man muss den Musikern versuchen zu helfen, zusammenzuspielen. Es ist gar nicht so einfach, dass ein Orchester, der auf der Bühne sitzt, und man stellt sich immer vor, auf der Bühne gibt es die idealen akustischen Bedingungen. Es ist ein Schmarrn, weil der manchmal, der da vorne sitzt, hört den hinten oder umgekehrt, ein Trompeter, der ganz hinten sitzt, hört ja die ersten Geigen überhaupt nicht. Oder im schlimmsten Fall auch noch ein Soloklarinettist, der in der Mitte vom Orchester sitzt, der hört den Solisten nicht. Aber hörst du jedes einzelne Instrument? Ja, ja. Hast du so ein ausgeprägtes Gehör? Ja. Sonst kennt er nicht da. Haben Sie eigentlich diesen Taktstock? Ja, aber der ist ja sehr nah. Alfons Schubert, 30 Meter weiter hinten höre ich das anders. Das ist er. Also um das Gefühl zu kriegen, das nötige Gefühl zu kriegen. Ja. Nee, andersrum. Andersrum, nicht? Ja. Super. Aber gibt es da gewisse Bewegungen, warum du so magst oder so magst? Oder hat jeder Dirigent eine eigene Sprache mit diesem Taktstock, wenn ich es so sage? Es gibt Dirigenten, die keinen Taktstock benutzen. Es ist bei mir auch so, wenn ich den vergesse, dann benutze ich keinen Taktstock. Und wenn ich den vergessen habe, auf die Reise mitzunehmen, dann halt mache ich halt die ganze Reise ohne Taktstock. Könnten Sie auch eine Zahnbürste nehmen stattdessen? Ist egal eigentlich, oder? Nein. Es geht um die Bewegung. Nein, Zahnbürste nicht. Es gibt Kollegen, die mit Zahnstocher dirigieren. Ach. Ist nicht wahr. Ja, und, aber Sie haben mal gesagt, also Sie brauchen zwar nicht unbedingt den Taktstock, aber wer erfällt Ihnen aus der Hand? Vor dem Konzert. Es ist ganz schlimm. Ich bin, glaube ich, ein bisschen abergläubisch, weil es gibt zwei Sachen, die nicht geschehen sollen. Ein Manschettknopf, wenn ich nervös bin, wenn der dann von hier auf den Boden fällt, das ist schlimm. Wenn aber der Taktstock runter vom Tisch rollt oder irgendwas, was ich vorne mache, oder vom Klavier, in manchen Zimmern hat man ja auch ein Klavier, dann stelle ich den immer oben drauf und wenn er da runterfällt, da... Ich hab kein Gegenmittel und deswegen gehe ich dann furchtbar nervös auf die Bühne, noch nervöser als sonst. Und versucht dann halt das Beste draus zu machen. Aber es waren schon Konzerte, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, ja, siehst, es ist genau deswegen, es ist passiert. Kannst du, wenn ich noch mal fragen darf, kannst du, also ein Trainer, wenn am Fußballrand steht und fuchtelt da rum, das interessiert ja da drin gar keinen, das kriegt ja gar nicht mit, was der reinschreit. Aber gibt es Dirigenten, vor denen man Angst hat? Ist das beim FC Bayern so? Nein, das ist nicht so. Das würde einiges erklären gerade. Also, ich koche ja 35 Uhr für den FC Bayern. Gell? Ja, wenn sie ein paar Mal verlieren, hast du Essen war auch schon. Darauf kommen wir noch, Herr Schubert. Nein, aber ich würde mich interessieren, hat man Angst vor gewissen Dirigenten, dass die Musik sagen, den haben wir jetzt noch braucht? Ich glaube, es ist eine Sache von der Vergangenheit. Man hat, glaube ich, Respekt. Man hat Respekt von jemandem, der dann eine Note, genau diese Note raushört. Das war eine falsche Note und man ist dankbar als Orchestermusiker. Es gibt auch Musiker, die Angst haben. Kommen Sie. Ja, natürlich. Aber es geht ja eher so, ich würde sagen, seit Claudio Abbado, der war ja ein erster wirklich demokratischer Dirigent. Ja. Was bist jetzt du? Kommt drauf an, wie viel ich geschlafen habe. Ja, aber mögen Sie deine Musiker? Oder müsste dich nicht mögen? Das müsste man die Musiker fragen, weil es ist, ich meine, das ist immer... In dem Beruf ist es halt so, dass einer spricht und die anderen spielen. Und das ist ein sehr undemokratischer Beruf. Mhm. Die Musiker sagen mir ja im Prinzip nichts zurück, außer es ist jetzt irgendwas total Schräges geschehen, wo die dann sagen, also den wollen wir jetzt aber nicht mehr sehen.
dann organisieren sie sich und dann bin ich weg. Aber im Prinzip bei der Probenarbeit ist es ja nur einer, der redet und die anderen hören zu und versuchen das zu machen, was er gerade gesagt hat. Das ist gar nicht demokratisch. Nicht? Ich hätte noch 1000 Fragen an den Maestro, aber unsere Zeit ist weg. Aber ich bin nicht traurig drum. Wissen Sie warum? Sage ich völlig ironiefrei. Ich fand, dass Alfons Schubeck ganz fantastisch moderiert hat. Ja. Vielen Dank. Haben Sie es gut in Bremen. Und nächstes Mal, wenn Sie kommen, erzählen Sie uns von Tasmanien. Das ist eine Inselgruppe in der Nähe von Insel. Ich war noch nie dort in Australien. Da haben Sie ein Haus im Busch und trotzdem gibt es da ein Symphonieorchester. Ich meine, das schreit nach einer Wiederholung. Sehr gut. Dankeschön. Unser nächster Gast hat sich vor ungefähr 30 Jahren entschieden, ihr Leben Gott zu widmen. Als junge Frau trat sie in ein Kloster ein. Mittlerweile lebt sie als Dominikanerin von Bethanien in einem Kinderdorf in der Nähe von Mönchengladbach. Sie ist nämlich nicht nur Ordensfrau, sie ist auch Mutter, und zwar Kinderdorfmutter. Herzlich willkommen, Schwester Jordana. Danke. Schwester Jordana, wir haben uns vorhin schon mal getroffen in der Maske, als wir so ein bisschen hübsch gemacht wurden. Und da haben Sie mir gesagt, ich bin so müde, ich habe kaum geschlafen. Welches Kind hat Sie so auf Trab gehalten heute Nacht? Na, meine Zweijährige. Also das ist mein persönlicher Wecker. Ich muss mindestens 6 Stunden schlafen. Und wenn die um 4 Uhr wach wird und mich weckt, dann schlafe ich manchmal ganz schlecht wieder ein. Obwohl ich eigentlich erst um 6 Uhr aufstehen müsste. Und dann ist sie ja nicht schuld, aber... Mein Körper sagt, nee, jetzt nicht mehr. Ich glaube, jede Mutter kann das nachvollziehen, nicht wahr? Die schlimmsten Zeiten sind ja vorbei, wo ich wirklich jede Stunde wach geworden bin. Also kam als Neugeborenes auch zu mir und als Frühchen und hat dann wirklich sehr, sehr oft ihre Flasche gewollt und hat dann irgendwie nur 10 Milliliter getrunken und wieder geschlafen. Das ist vorbei. Sind das Kinder, die keine Eltern haben? Doch, die haben Eltern, aber das Jugendamt hat entschieden, dass es besser fürs Kindeswohl ist, dass sie bei mir leben oder dass sie im Kinderdorf leben. Wie viele Kinder betreuen Sie zurzeit? Och, ich habe nur 4. Das ist wenig. Nur? Ja, das hat Nasan dazu, die 2 hat. Doppelt so viel. Im Moment habe ich nur 4. Also ich hatte 6 bis vor kurzem. Ich musste leider 2 Jungs abgeben, weil es da wir gemerkt haben, wir kommen an Grenzen nach 7 Jahren. Ich erwarte jetzt wieder ein Kind, weil ich auf 5 Kinder noch mal aufstocke. Das ist so meine Platzzahl im Fachjargon. Weil das Haus auch nicht mehr hergibt und das reicht. Und für die Kinder sind Sie ja wirklich, ich will es nicht sagen Mutterersatz, sondern Sie spielen ja wirklich die Rolle der Mutter. Nennen die Kinder Sie auch Mutter oder Mama? Das ist unterschiedlich. Also die Kleine sagt natürlich Mama, wobei sie auch weil sie auch keine andere Mama hat, die zu Besuch kommt. Von daher, jedes Kind hat ein Bedürfnis, auch Mama zu sagen. Die Kinder, die auch Eltern haben, die zu Besuch kommen und wo es Mamas gibt, da passen wir schon sehr auf, auch wenn sie manchmal versucht sind, Mama zu sagen, dass ich da Jordana bin, um da auch keine Stelle zu besetzen, die ich ja nicht habe. Also ich habe zwar den Job, sie zu versorgen und sie auch zu lieben, ja, und ich bin die Bonusmama, sage ich manchmal. Ich habe da zusätzlich, ja, und ich sorge für euch, so lange, wie man mir das lässt. Was haben die Kinder erlebt, die zu Ihnen kommen? Also im Kinderdorf, das ist ja eine Jugendhilfeeinrichtung. Das heißt, das ist ein Heim. Die Kinderdorffamilie ist noch mal ein spezielles Konzept in dieser Jugendhilfe, weil sich da entweder ein Ehepaar oder eine Frau, alleinstehende Frau, entschieden hat, mit den Kindern zusammen zu leben. Das ist Berufung. Das ist nicht nur ein Beruf, weil wir halt 24 Stunden da sind. Das ist noch mal was ganz anderes. Und bei uns sind halt diese Kinder, wo das Jugendamt nach einer langen Odyssee von Hilfen, die sie investiert haben, sagen, nee, jetzt brauchen die ein Zuhause auf Zeit oder für längere Zeit woanders. Wie lange bleiben die Kinder bei Ihnen, Schwester Jörg? Das ist unterschiedlich. Also entweder, bis man sagt, es geht nicht mehr, weil das Konzept nicht mehr stimmt, oder die Eltern... 10 Jahre? 10 Jahre, manchmal auch 20. Ah ja. Also ne, wenn da nichts im Hintergrund ist, dann dürfen die auch bleiben, bis sie 18, 19 sind. Das Schwierige an der Jugendhilfe ist, dass sie
endet, also laut Gesetz bis 27, aber die Praxis sieht so aus, dass die Jugendämter schon mit 16 mit den Hufen scharren und sagen, wann werden die denn jetzt endlich selbstständig? Nein. Das ist echt ein Problem, weil jeder, der Kinder hat, weiß, mit 16 und 17 und 18 sind die noch nicht so weit und wir würden gerne manchmal noch weiter begleiten. Aber wir sind nun mal auch eine Institution und brauchen auch jemanden, der dafür bezahlt, dass die bei uns leben. Ich glaube, sie sind auch sehr unterschiedlich, oder? Die Kinder, die ich in meinem Umfeld habe, einige sind schon sehr früh sehr selbstständig und autark und andere brauchen einfach ein bisschen länger. Und wenn dann vielleicht noch schicksalhafte Erlebnisse dazukommen oder auch Prägungen, dann könnte ich mir vorstellen, oder noch mal ein Durchhänger, zu sagen, okay, ich habe mich jetzt verwählt in meiner Berufswahl. Ja, wie oft passiert das? Ja? Und das können sich unsere Kinder fast gar nicht leisten. Sie haben gerade gesagt, teilweise gibt es ja auch noch Eltern, die dann zu Besuch kommen. Wie reagieren denn dann diese Eltern auf Sie? Das ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es das Spektrum von, das finde ich jetzt ganz schwierig, weil eigentlich sehe ich gar nicht ein, dass meine Kinder bei Ihnen leben müssen, zu, oh, das ist toll und Sie sind ja mehr Mama als alles andere. Also das ist sehr unterschiedlich. Also wir versuchen natürlich, ein gutes Verhältnis zu haben, weil das sind die Eltern oder die Mütter und Väter der Kinder, die eine Wertschätzung brauchen. Ja? Und was auch immer passiert ist, dass das nicht gelang, dass die bei denen leben, das müssen wir auch respektieren. Ja? Da muss wahnsinnig viel passiert sein, was nicht gelungen ist. Denn es ist sehr schwer in Deutschland, dass die Kinder dass den die Kinder Eltern da, weggenommen werden. Ja. Insofern haben die ganz schönes Päckchen zu tragen. Das haben sie. Also das sind schon auch Kinder mit besonderen Päckchen und die auch besondere Umsorgung brauchen und die einen auch ganz schön an den Rand manchmal der persönlichen Fähigkeiten als Pädagogin bringen. Aber das ist unser Job und auch meine Berufung. Ja, und das ist Wer hilft Ihnen denn? In einer, ich sag mal, klassischen Familie gibt es ja auch immer noch mal dann einen Vater oder eine zweite Mutter. Ich habe ein Team. Ja, also das ist ein ganz normal berechneter Stellenschlüssel. Ja, pro Kind 0,5 Stelle. Das heißt, neben mir gibt es noch anderthalb Pädagogen, die da sind. Also die halbe Stelle ist dann eine Studierende. Und ich habe jetzt noch ein Intensivkind, wo ich dann noch ein bisschen mehr Stelle bekomme. Das kann manchmal wunderbar und viel sein und manchmal sind alle krank und im Urlaub und keiner ist da. Das passiert halt auch. Und wenn ich krank bin, bin ich halt auch da als Gnadorf-Mutter. Ich wollte gerade fragen, wie arbeiten Sie dann da? In so einer Art Schichtsystem? Nein. Sie leben immer richtig immer mit den Kindern, dort ist Ihr Hauptwohnsitz. Und es gibt einen Dienstplan, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bin. Wir mussten jetzt ein bisschen organisieren, auch dass ich hier sein kann, weil jemand ausgefallen war. Und ich habe ein tolles Team, was einspringt und sagt, ja klar, komm, machen wir. Und das kriegen wir irgendwie hin. Wir sind da. Und zur Not gibt es dann Springer. Wie häufig kommt es denn vor, dass es mit einem Kind einfach nicht geht? Also dass auch Sie sagen, der macht mir meine Gruppe kaputt am Ende des Tages. Also ich hatte jetzt 7 Jahre, hatte ich wirklich eine ganz konstante Gruppe. Es ist nur von unten nachgewachsen mit Säuglingen. Mhm. Das war wunderschön. Das war ein bisschen Bullabü, das war so. Ja, und jetzt habe ich auch, nachdem ich auch erfahren habe, das ist nicht selbstverständlich, wir sind Jugendhilfe und da kommen wir an Grenzen. Der Film Systemsprenger ist ja in aller Munde. Ja, solche Kinder gibt es tatsächlich zuhauf. Ja, wo was man ist einfach denn, auch weil Sie das schon mehrmals benutzt haben, dieses Wort, das wahrscheinlich auch Rauls Neugier ist. Was ist denn so eine Grenze? Was ist denn so ein Grenzfall? Naja, wenn Kinder sexuell übergriffig werden zum Beispiel oder gewalttätig sind, sodass man eine Gefährdung der anderen Kinder sieht. Oder wenn man merkt, da ist, die brauchen eine ganz andere Struktur, als mein familiäres Leben bieten kann, weil sie sehr viele Plänchen und weiß ich nicht was brauchen. Würde ich sagen, das kann ich auch gar nicht leisten. Ne? Aber die Frage ist doch, wenn Sie scheitern, Schwester Jordana, denn wo geht's denn da weiter? Denn gibt's ja, wie geht's denn da noch weiter? Also im Grunde genommen eine Situation, die mag man sich gar nicht vorstellen. Das ist total schwierig, das ist so. Es gibt Einrichtungen, die sich da nochmal spezialisiert haben, die einen ganz anderen Betreuungsschlüssel haben oder nochmal neue Ideen. Manchmal ist man ja auch festgefahren in den Bildern und Ideen über Kinder und dann ist es manchmal ganz gut, dass jemand von außen kommt und sagt, hör mal, jetzt machen wir das so und so und es klappt plötzlich. Weil die aggressiven Kinder waren selbst mal Opfer und haben sich identifiziert mit dem Täter. So hat Alice Miller das schon vor 40 Jahren beschrieben. Und man kennt ja die Struktur und das Muster. Und dann, das Schöne ist, ich bin ja auch Ordensfrau und habe immer diesen Satz im Kopf, hoffen wieder aller Hoffnung. Ich glaube, dass diese Kinder, wenn sie auf Erfahrungen im Kinderdorf vielleicht zurückblicken, auch irgendwann merken, Mensch, das ist... Dass die guten Erfahrungen überwiegen, nicht mehr die schlechten. Und da bin ich von überzeugt, dass man da was bewirken kann.
ich würde gerne nochmal. Pferde auf dem Gelände, das habe ich irgendwann mal angefangen. Das ist immer ganz wichtig. Eine gute Idee. Tiere, Pferde, ja. Musik machen wir auch ganz viel. Wir haben eine Band, wir haben verschiedene andere. Bei mir musiziert fast jeder. Einfach um den Kindern Hilfsmittel auch, ans. Ich auch, genau. Maestro hat gesagt, Sie dirigieren ja. Dirigieren auch. Ich dirigiere mein kleines Familienorchester, genau. Wirklich? Und spiele auch mit, ja, genau. Ah, ja. Um einfach den Kindern Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie kannst du dich ausdrücken, wie kannst du Dinge abbauen, ohne dass ich jetzt fähig sein muss, eine Beziehung pflegen zu müssen. Das können manche Kinder. Aber darf ich Sie nur befragen, wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? Naja, rund um die Also in, als die Kleine ganz klein war, waren das 24 Stunden. Ich bin immer da. Und wenn ich da schlafe, habe ich immer ein waches Ohr. Ja, wenn ich nicht, ich schlafe auch schon mal dort und kann mir Ohrstöpsel reintun, weil ein Mitarbeiter da ist, dann kann ich abschalten. Ansonsten bin ich sofort wach, wenn da ein Kind auf Toilette geht und zu lange da bleibt. Und ich merke, dem ist jetzt schlecht und ich muss dahin. Darf ich Sie fragen, wie das für Sie ist, wenn Sie dann so ein Kind auch loslassen müssen? Weil es in eine andere Einrichtung kommt oder weil es vielleicht Tempos einfach auch erwachsen ist? Also Erwachsenes habe ich noch nicht erlebt. Ich bin jetzt erst im 8. Jahr. Mhm. Ich war vorher 10 Jahre in der Erziehungsleitung. Ja, aber Sie haben ja nicht nur Säuglinge bekommen, sondern auch schon ältere Kinder, ne? Zur Betreuung. Nee, nee? Die waren alle das sehr klein. Ach so. Inzwischen ist sie 11 Jahre, aber ja. Sie war vier, okay. Gerade 4 geworden, als sie kam. Also ich habe mit sehr kleinen Kindern angefangen. Was glauben Sie denn, wie es sein wird? Dann frage ich so. Ich glaube, wenn ich sie gut lassen kann, wenn sie einen guten Weg gehen, dann ist das einfach. Und ich bleibe ja in Beziehung. Auch jetzt die Kinder, die ich gehen lassen musste, das bleiben meine Jungs. Ja, ich schreibe denen, ich habe den Adventskalender gemacht, ich werde jetzt zu Besuch fahren. Die Beziehung bleibt. Die wird nicht bezahlt, nicht wettgemacht, aber das ist... Haben Sie jemals bereut, dass Sie sich nicht für einen Prinzen, ne? dass Sie sich nicht für eine eigene Familie entschieden haben, für eigene Kinder? Oh ja, lange. Also ja, das war ein großes Thema, als ich in den Orden eintrat. Das war schwieriger als Männer. Aber es hat sich angeboten. Männer verzichtet als auf Kinder, ja? Es geht mir nichts an, aber ich frage, was hat Sie bewogen, dass Sie gesagt haben, da gehe ich jetzt, ich drehe das im Orden. Naja, das war eine andere Art von Verliebtheit. Also eine Berufung ins Kloster hat auch was mit Verliebtsein zu tun. Und das ist so ein starkes Gefühl, dass damit kann ich auch ein Leben füllen und das kann ich auch machen. Das hat lange, lange angehalten. Mit wie vielen Jahren sind Sie da ins Kloster gegangen? Naja, ich bin mit 17 das erste Mal dahin gegangen und mit 21 tatsächlich eingetreten. Das ist eine lange Zeit, das war eine frühe Entscheidung. Und es gab immer wieder Zeiten zwischendurch, wo ich die Wahl gehabt habe. Ich kann ja austreten, ich bin ja eine freie Frau. Mhm. Wo ich aber immer gesagt habe, nee, ich würde zu viel vermissen. Mhm. Also darf ich Sie von Frau zu Frau was fragen? Frage also nicht als immer, ob ich antworte, ist die Frage. Ja, haben Sie sich in den Jahren, also Sie sind als junge Frau eingetreten mit Anfang 20, Sie haben gerade auch von Zweifeln zwischendurch gesprochen, haben Sie sich in der Zeit jemals verliebt? Auch mehrmals. Ach so. Ja. Also meine Schwestern haben mir das schon immer angesehen. Ach, ist es wieder so weit, ja? Ja. Ja, und das muss ich, und dann musste ich Entscheidungen treffen. Und ich durfte Entscheidungen treffen, auch mit aller Offenheit des Ordens zu sagen, ja, dann guck, was dein Weg ist. Uns geht es nicht darum, ob du... Für Sie? Oder waren das auch manchmal längere Perioden des Zweifels? Also Verliebtsein fand ich immer eine ganz schreckliche Zeit, weil ich mit meinen Gedanken immer woanders war. Und das hat wehgetan. Ja? Das war eine Sehnsucht, das war nicht schön. Mhm. Und dann merkte ich immer, dann kam aber Gott ins Spiel und dachte, nee, du bist das. Sind Sie mit Ihrer Schwester Oberin immer gut ausgekommen? Oder? Na, wir haben ja auch ein demokratisches Prinzip im Dominikanerorden. Das wechselt immer. Ich habe mehrere Ordensobere erlebt. Und wir sind auch jetzt noch demokratisch und miteinander. Wo kann es jetzt sein, dass Sie ja mal Schwester Oberin werden? Kann sein, aber da ich jetzt Kinderdorfmutter bin, habe ich dazu keine Zeit. Was übrigens interessant ist, dass, ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere, dass Campino auch mal eine Zeit lang eine ziemlich gute Beziehung hatte zu einem Mönch. Und ich selber muss gestehen, dass ich in den wildesten Jahre meiner Pubertät immer wieder in einem Benediktinerkloster war, dass du da so eindrucksvolle Menschen kennenlernst und so intensive Begegnungen, dass diese Frage, ob man was vermisst oder ob das sich gar nicht mehr so, dass sich das gar nicht mehr so gestellt hat. Also das waren und das aber jeder vermisst irgendwas. Ja, also auch in einer Beziehung vermisst man was. Also ich glaube, dass das ist so und trotzdem fühle ich mein Leben ganz reich und dass ich jetzt auch noch Kinderdorfmutter bin und auch noch mit kleinen Kindern und Mutter werden durfte, ja, von diesem Neugeborenen, das ist für mich ein Geschenk. Ja, und das ist auch was,
da habe ich auch eine Wahl getroffen. Das war auch wie Profess machen, diesen Kindern versprechen, ich bin für euch da. Und gerade für diese Kleine habe ich zwischendurch auch eine Entscheidung getroffen. Sollte irgendjemand auf die Idee kommen, mir die wegnehmen zu wollen, trete ich aus und adoptiere sie. Ja? Liebe ist ein starkes Gefühl. Und, ich habe denen aber gesagt, stellen Sie mich bitte nicht vor die Entscheidung, weil ich will das eigentlich gar nicht. Mhm. Sie haben gesagt, dass Weihnachten im Kinderdorf das Allerschönste ist. Warum? Wie feiern Sie Weihnachten? Also einmal haben wir auch zum Beispiel essensmäßig sind wir dazu übergegangen, sehr früh zu sagen, ein Nicht-Mecker-Essen muss es an dem Abend geben. Weil Kinder und Essen, das ist schwierig. Ja, also es gibt immer was, das mögen sie nicht und einer meckert immer. Nasan lacht, Julian auch. Genau. Vor allem, wenn man lange vorbereitet genau, und viel gekocht hat, ja. Ist sie nicht. Ich koche schon immer so, dass möglichst also die Sachen weggelassen werden, wo ich weiß, sie mögen sie nicht und trotzdem ist es immer Volltreffer. und es gibt so ein Fingerfood. Also jeder darf das essen, was sie gerne möchten. Und jeder, helfen die auch mit? Wir helfen auch mit, ja, ja. Und viele können auch schon was kochen. Und ja, und dann ist das so ein Nebenheressen. Weil ich kann den kleinen Kindern nicht sagen, so ihr müsst jetzt am Tisch sitzen und da liegen eure Geschenke. Das geht nicht, ja. Sondern da gibt es Fingerfood und die können sich was in den Mund stopfen und dann weiterspielen, um es auch entspannt zu halten. Ich könnte mir vorstellen, dass das Weihnachtsfest auch sehr mit starken religiösen Traditionen natürlich verbunden ist. Man betet zusammen, man singt zusammen. Wie finden Sie das denn, dass das Weihnachtsfest jetzt teilweise Winterfest genannt wird? Und der St. Martins Umzug, Winterfest. Laternen- also erstmal haben wir keinen richtigen Winter. Und es ist in Schulen teilweise, ja. Ne? Um einfach alle zu inkludieren. Und also Inklusion heißt ja nicht, dass ich etwas ausblende, sondern Inklusion heißt, jemanden mit einladen. Dinge mitzumachen. Und so finde ich das wunderbar, wenn man Weihnachten miteinander feiern kann, genauso gut wie ich auch bei meiner befreundeten afghanischen Familie zum Zuckerfest eingeladen bin. Ja, das finde ich das, was reich macht und das, was uns... Ja. Und ich liebe weil ich kenne natürlich beide Seiten und ich weiß, wie Integration irgendwie funktionieren muss. Und mir ist das umgekehrt dann teilweise peinlich, wenn ich irgendwo hinkomme und da haben alle Türkisch gelernt, damit endlich alle sich untereinander verständigen können, weil meine Landsleute vielleicht in einer bestimmten Gruppe nicht Deutsch lernen möchten oder so. Also ich habe schon immer mich dafür eingesetzt, dass wenn man irgendwo ist und Teil der Gesellschaft sein möchte, einfach mitreden möchte, dann muss ich doch die Sprache sprechen. Umgekehrt ist es in der Türkei nicht anders. Umgekehrt ist es in Italien nicht anders oder sonst wo nicht anders. Ich vergleiche das mal mit einem Hausbesuch. Wenn jemand zu mir zu Besuch kommt, dann habe ich da meine Ordnung. Ich versuche irgendwie alles auf den Tisch zu bringen. Ich sag hallo, fühl dich wohl bei mir. Ich mache alles, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Und wenn ich irgendwo hinkomme, dann freue ich mich, wenn das umgekehrt genauso ist. Aber das sind doch die Spielregeln. Aber das ist was bei uns, glaube ich, noch gelernt werden muss. Ich war ja auch auf einer tollen Reise von Istanbul nach Jerusalem und habe die Gastfreundschaft auch in der Türkei kennengelernt. Und ich war überwältigt. Ja? Und dachte, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Ja? Von diesem Willkommen, komm herein. Ja, ich bin Schwester und du bist anders. Oh ja, was? Nicht verheiratet, ganz schlecht, aber trotzdem, ich war aufgenommen. Ja, das war wunderbar. Und das wünsche ich mir ein bisschen mehr. Ein bisschen, also nicht Angst vor jemandem, vor was Neuem zu haben, sondern neugierig. Apropos Gastfreundschaft. Mir wurde gerade gesagt, dass Sie was mitgebracht haben, von dem wir gar nichts wissen. Habe ich. Weil es ist ja bald Weihnachten. Und es gehört ja dazu, dass man auch was schenkt, finde ich, zu Weihnachten. Weil ich liebe Geschenke und ich habe gedacht, wenn ich jetzt schon in einer Weihnachtsrunde bin, wir haben was selbst gemacht und zwar ein grüne Tomaten-Chutney. Es ist schwierig, neben so einem Koch dann zu sagen, aber ich habe Ihnen erklärt, was ich mache, weil wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, ich mache das ja zwischendurch im Moment wieder was häufiger, ich gehe dann immer arbeiten. Und habt ihr Lust, ich bin hier jetzt im Fernsehen und es ist ja Weihnachten, habt ihr Lust, was zu malen? Und die haben mir dann die Herzen, die Sterne hier bemalt. Und, durch nehmen, ja. Ja, sie dürfen das haben. Wissen Sie, was Julian gerade gesagt hat? Was ganz typisch weihnachtlich ist. Ja, genau. Sind das verschiedene Sorten? Also ich würde gerne das Tomatenschutney nehmen. Das ist alles. Das ist alles gleich. Grüne Tomatenschutney. Und es ist wirklich vom Kinderdorf, weil ich habe eine Rundmail geschrieben, wer hat noch grüne Tomaten? Und ich kriegte von allen Reststreichern noch grüne Tomaten. Wie schön. Dann habe ich gekocht. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.
Also um eins noch mal sehr deutlich zu sagen, wenn Sie sagen, dass Sie arbeiten gehen, dann ist es ja so, dass man natürlich die Kinderdörfer mit Spenden unterstützen kann. Ne? Ja, wahr? Natürlich, gerne. Ja. Weil es gibt Dinge, die werden bezahlt, aber es gibt viele Dinge, die die Kinder brauchen, die nicht bezahlt werden, die wir uns leisten möchten, damit es ihnen gut geht. Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Leute uns unterstützen. Ja. Genau. Und Sie haben im Vorfeld, das will ich auch noch sagen, gesagt, dass Sie sich wahnsinnig auf die Toten Hosen freuen. Warum das? Naja, es sind ja sozusagen Nachbarn. Also ich meine, ich bin ja in der Nähe von Düsseldorf auch groß geworden, habe in Düsseldorf auch mehrere Jahre gewohnt. Und ich muss gestehen, Campino war der einzige Name aus der Runde, der mir was sagte. Bayern in Reden. Campino. Kannst du schon reden? Oder bist du außer Atem? Nee, alles gut. Wie ist denn da in einer Zeile der Lagerfeld da reingerutscht? In Jogginghosen tanzt der Lagerfeld. Ja, es war einfach ein schönes Bild, so, sich den so vorzustellen. Und eigentlich, er hat ja gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und insofern passte das genau in diesem Moment. Im Grunde ist das ja eine, fällt vielleicht nicht so auf, aber es ist eine Zustandsbeschreibung, wo alle völlig over the top sind und deshalb Hochwasser im Indianerzelt und in Jogginghosen tanzt der Lagerfeld. Das musste sein. Das ist ein ganz wunderbares Akustikalbum, das den schönen Namen Ohne Strom trägt. Was ist denn deine, ich habe vorhin erwähnt, in der Anmoderation, als du rübergegangen bist, dass ihr euer erstes Konzert hier in Bremen hattet, hier im Schlachthof, 3 Kilometer entfernt von hier. Wie war denn die Reaktion der Leute? Wie hast du die Bremer in Erinnerung behalten? Also erstmal muss ich sagen, dass ich aus der Zeit überhaupt nicht viel in Erinnerung habe. Woran ich mich erinnern kann. Es war Ostern und wir wurden als die Toten Hasen angekündigt. Das stimmt alles. Jedenfalls. Das Nette zu der Zeit, dass wir einfach froh waren, dass uns jemand Spritgeld gegeben hat, um in die andere Stadt zu kommen, also in diesem Fall nach Bremen. Und wie das so damals war, wir sind dann immer 14, 15 Uhr eingetroffen, auch damals am Schlachthof, haben erstmal ein riesen Fußballspiel organisiert mit all denen, die schon da waren. Und das Konzert selber war nicht wichtig. Es war ganz egal, es hat vielleicht 3 oder 5 Mark Eintritt gekostet und ob da mal einer von der Bühne gefallen ist oder nicht, das hat sich überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Ja, du, apropos von der Bühne fallen, an ein anderes Konzert, was kurz darauf stattgefunden haben muss, kannst du dich angeblich ziemlich gut erinnern. Das war nämlich in Aurich. Ja. Was war das Besondere an Aurich? Erinnerungsstück mitgenommen. Ne? Ja. Ja, wir wollten den Punk nach Aurich bringen und haben sozusagen Stage Diving dort vorgestellt. Wissen Sie, Schwester, was Stage Diving ist? Man springt also von der Box so, oder von einer Bühne in die Menge rein. Ja, und die Ostfriesen damals haben als erste Reaktion haben die gedacht, da kommt was, wir gehen zur Seite. Und warst du derjenige, der gesprungen ist? Ja, ich bin gesprungen. Das war eine sehr, sehr hohe Box, weil ich dachte, ich nehme eine lange Strecke, damit die Leute sehen, was kommt. Und danach habe ich mir gedacht, also ich springe also in Zukunft nur noch da, wo es so voll ist, dass keiner zur Seite gehen kann. Also ich habe mich voll auf die Fresse gelegt. Auch verletzt, und, ne? Ja, ja. 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 Schön war es in Aurich. Sag mal, und die haben nie wieder da gespielt. Und stimmt es, dass er inzwischen mit Physiotherapeuten auf Tournee geht? Ja, das haben wir uns vom den Sportvereinen aus der ersten Liga abgeguckt. Und was macht er so mit euch? Naja, alles. Also ich meine, wenn wir unterwegs sind auf einer großen Tournee, da geht es ja nicht nur um die 5 Hampelmänner auf der Bühne, sondern alle, die drumherum sind. Na gut, aber die Leute, ihr macht ja auch vielleicht einen Sport, oder? Das, ja, okay, es geht in den Sportbereich, aber die Betreuung würde also jeder erfahren, der unterwegs ist und der vielleicht Nackenschmerzen vom Boxen eben hat oder sonst was. Mhm. Aber ansonsten ist es einfach nur eine Vorbereitung auf die körperliche Belastung, die kommt, weil anders als der FC Bayern, der einen sehr, sehr großen Kader hat und sich das leisten kann, wir können unsere Spieler nicht auswechseln. Das heißt, wenn wir angeschlagen sind, wenn wir eine Sehnenverletzung haben, die Tour geht weiter, 45, 50 Daten,
dann musst du das natürlich behandeln. Und das ist mittlerweile so ein dermaßener Sachschaden, dass du dann lieber sagst, wir holen uns ein Physio für die Tour, ja, Logo, als dass die Sachen dann da ausfallen müssen. Und du hast zwischendurch Verletzungen, Kniebereich, Beinbereich oder irgendwie ostfrieslandmäßig am Kinn. Und stimmt das, dass ihr manchmal schon gleich nach dem Konzert behandelt werdet? Wenn ihr früher gefeiert habt? Ja, klar. Also, wenn wir in den 80ern es geschafft haben, es war erst Ende der 80er, vorher konnten wir uns kein Hotel leisten. Wenn wir es mal geschafft haben in ein Hotel mit Swimmingpool, dann waren wir da früher oder später auch drin in der Nacht nach dem Konzert. Und das sah anders aus, als wie das aussieht seit den 2000ern, wenn wir von der Hoteldirektion den Pool geöffnet bekommen und dann da unsere Trampelübung machen. Dann sehen wir aus wie so ein Seniorenheim, was so Wassertreten übt. Okay, der Physio ist dabei dann. Ich bin Physio, ja? Okay. Da macht jeder seine Übungen und so. Und da können wir aber auch über uns selber lachen. Also das sieht schon obskur aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aqua-Gymnastik bei den Toten Hosen. Alle voll tätowiert und dann geht's los. Ja, wir haben uns auch geschworen, keiner darf das fotografieren oder irgendwie so. Das bleibt unter uns. Ich würde gerne mal Mäuschen spielen. Und habt ihr bei der Tournee auch einen eigenen Koch? Ja, natürlich. Gibt's, mittlerweile sind da sehr viele Köche spezialisiert. Die jungen Wilden, also inzwischen ist Kochkultur ja in Deutschland in den letzten 20 Jahren in eine völlig andere Richtung gegangen. Da gibt es jede Menge Rebellen und die freuen sich, gerade nach einer Ausbildung, bevor sie einen festen Vertrag unterschreiben, dann vielleicht doch noch mal was ganz anderes zu erleben. Und die sind dann teilweise auf Tournee mit einer Band oder die würden die Formel 1 betreuen oder sonst was. Es gibt ja unheimlich viele wanderzirkusmäßige Angelegenheiten, wo es den Jungs Spaß macht. Weil sie immer denselben? Wir sind sehr, sehr treu, die RGF, die Rote Gourmet-Fraktion, die macht das hervorragend und die haben denselben Humor wie wir und die sind mit uns viel unterwegs. Und ihr als FC Bayern-Hasser, würdet ihr euch von einem Alfons Schubeck bekochen lassen? Also erstmal muss man sagen, dass wir sind eine unheimlich offene Band und jeder kann mal einen Fehler machen. Selbstverständlich würden wir uns freuen, da mal einen guten Kartoffelsalat zu bekommen oder sonst was. Aber man muss letztendlich sagen, dass bei uns der Koch auf Tournee wichtig ist für die Crew, für die Leute, die tragen, die in den Lichttraversen rumhängen. Da muss die Stimmung gut sein. Und wenn man denen zweimal hintereinander eine Pizza bringt, dann werden die langsam sauer, so, weil die dann teilweise 3-4 Monate unterwegs sind. Die müssen gutes Essen kriegen, damit die Stimmung in Ordnung ist. Und die Band selber hat da am allerwenigsten von, weil ich esse da so jeden Tag um 16 Uhr meine kleine Portion Pasta und das war's für den Tag. Und da darf der einmal eine Tomatensauce machen und einmal irgendwie was anderes. Da finden keine Experimente statt. Weil wir müssen einfach körperlich gucken, wo wir sind. Und da gibt's einen ganz strengen Plan. Und austoben, das machen die Köche dann für die anderen. Die können sich dann da alles reinhauen unterwegs. Okay. Wie, du isst nur einmal am Tag? Wie bitte? Du isst nur einmal am Tag? Also um 16 Uhr ist meine letzte Mahlzeit auf jeden Fall. Also, und dann erst wieder zum Frühstück? Ja. Aber wie lange habt ihr eine Banane nach der Show? Oder wie lange habt ihr denn schon einen Koch dabei? Das habt ihr nicht immer. Das geht schon seit vielen Jahren gut, weil das Problem war immer, wenn man mit einer Crew von 100 Leuten unterwegs ist, die müssen immer dann arbeiten, wenn die Restaurants aufhaben. Also wenn man in irgendeiner Stadt ist, würden die immer Dienstschluss haben nach 23.30 Uhr. Da sind die ganzen Restaurants zu und so weiter. Ja. Und auch am Nachmittag haben die kurz frei, da sind ebenfalls die Restaurants zu. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig bei so einer Produktion, als Leute mitzunehmen. Und wenn die dann ihr Handwerk verstehen, dann ist es umso besser für alle. Also da, an diesem Posten, würde ich nie sparen bei so einer Produktion. Schon das Köche müssen was drauf haben. Aqua-Jogging und Intervallfasten bei Campino. Naja, aber wenn wir mal in München sind, immer herzlich willkommen. Gerne, ja. Das dritte Learning ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Studio, ob sie das alle wissen oder unsere Gäste hier in der Runde. Die Toten Hosen machen auch sogenannte Wohnzimmerkonzerte. Die laufen unter dem Label Magic Moments Tournee. Ich war noch nie dort, hatte noch nie das Vergnügen, aber ich habe mir das auf YouTube angeschaut. Und zum Beispiel einen hinreißenden Auftritt in einem Privathaus in Geilenhausen. Was muss man leisten, wenn man, ich nehme an, es gibt tausende von Bewerbungen, genau, wenn man den Zuschlag... Bitte? Ich habe auch ein Wohnzimmer. Ja. Ja. Ich verstehe, ich sagt, sie hat ein Wohnzimmer. Was,
Was muss man leisten, wenn man durchkommt von den Tausenden, die sich bewerben? Was müssen die für eine Verpflichtung euch gegenüber eingehen? 100 Leute? Ja, ein gutes Frühstück muss da sein. Und wir wollen auch dann bei den Leuten privat nächtigen. Das heißt, die müssen wirklich was riskieren. Das geht so nicht, dass man uns einlädt ins Jugendzentrum. Da riskiert niemand was. Wir wollen den Leuten also auch nahe kommen. Und da muss man sich schon überwinden. Also ist mir das mein Wohnzimmer wert, was hier passiert oder nicht? Und die Art der Bewerbung ist erstmal völlig egal. Das kann eine Postkarte sein, das kann ein Anruf sein. Aber das ist jetzt von uns keine Goodwill-Aktion, sondern wir wollen ja auch unseren Spaß haben. Wir wollen ein Abenteuer haben. Wir wollen in irgendeiner Form was Besonderes haben. Das könnte der 16. Stock in einem Hochhaus sein. Das kann ein Gefängnis sein, eine Nervenheilanstalt. Wir haben im Kloster der englischen Fräulein gespielt. Wir haben viele Gefängnisse gemacht. Manchmal auch sehr kleine Wohnungen? Kleine Wohnungen, und Bauernhäuser. Wie läuft das in den kleinen Wohnungen mit dem Übernachten? Wenn die Familie bleibt ja drin. Eng aneinander rücken. Enger. Und morgens alle im selben? Es muss das Frühstück geben, ganz klar. Also das ist Bestandteil des Deals, dass die uns nicht einfach 50 Euro in die Hand drücken und Tschüss sagen oder sowas. Und hat das in der Regel immer geklappt? Also sauberes Bett, gutes Frühstück, Kiste Bier? Hat nicht immer geklappt. Nee. Gibt es Sanktionen, wenn das nicht klappt? Es gibt keine Sanktionen. Es gibt einfach so den Moment, das sind rare Momente. Und wir wollen Leute aussuchen, die sich wirklich darüber freuen. Und das ist also Unsinn, irgendwo hinzufahren, wo sich die Person, wo die eigentlich gar nicht begeistert ist. Also es ist mal passiert, dass uns Leute auf eine Hochzeit einladen, aber eben nicht das Ehepaar, sondern sogenannte gute Freunde. Und wir kamen da an, voll naiv, und haben gedacht, das wird jetzt schön. Und die waren irritiert bis sehr gestört, dieses Ehepaar. Und dann wurde das sehr, sehr zwanghaft. Bis wir dann selber hinten beschlossen haben, die Polizei anzurufen und sich wegen Ruhestörung zu beklagen. Dann wurde die Sache schon wieder lustiger. Es gibt ja, wenn man so eine Legende ist wie die Toten Hosen, gibt es ja auch Geschichten, die sich verselbstständigen, von dem vielleicht du selbst nicht mehr weißt, ob sie noch stimmen oder nicht. Es gibt die Geschichte, dass du eines Tages, dass ihr eines Tages eingeladen worden seid von einem der Söhne von Ursula von der Leyen. Nee, Ursula von der Leyen, die war selber da, Ministerpräsidentin Albrecht, dessen Söhne, also sie ist, glaube ich, die Tochter. Ja, das wäre, ja. Also sie war die Entschuldigung, sie war die ältere Schwester. Das ist mein Fehler. Das war, glaube ich, Bartolt, einer der Brüder von Ursula von der Leyen. Mein Fehler, ja. Da sind wir eingeladen worden. Auch zuerst über Freunde und so weiter. Da hieß es, kommt mal nach Niedersachsen und so, da gibt es ein Haus. Und wir haben sehr kurz vorher erst erfahren, um wen es sich da eigentlich handelt. Und hatten dann diese Grundsatzdiskussion im Tourbus. Kann man da jetzt hinfahren, Politiker? Weil ihr seid ja eine offene Band, aber für die CDU wolltet ihr ja nicht spielen. Naja, wir haben gesagt, der Junge muss ja jetzt kein Arschloch sein. Und wir hatten verabredet, also absolutes Stillschweigen. Wir fahren dahin, wir probieren es mit denen. Der kann ja nichts für. Und dann schauen wir, wie das läuft. Und inzwischen hatte sich das in Hannover rumgesprochen. Und es kamen jede Menge Punks aus der Stadt, die niemand kannte, die da anfingen, in die Blumenbeete zu pinkeln. Und die Sicherheitsbeamte wussten nicht genau, was sie machen sollen. Ja, also es wurde eine ziemlich chaotische Nacht. Aber das war dann auch so, dass wir viel Geld geboten bekommen haben, um wieder abzuhauen. Und Albrecht, von den Eltern? Ja, die Eltern, ich weiß nicht, woher das Geld kam. Es lag auf dem Tisch und wir haben gesagt, nee, das letzte Mal. Wir schlafen jetzt im Bett von Hans-Dietrich Genscher. Wo war der denn hier? Und so, dann haben wir da halt übernachtet. Und irgendwann hat der Vater am nächsten Morgen einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und uns dann rausgeschmissen. Aber letztendlich, wir hätten das nicht weitergesagt. Aber dann kam eine Pressemeldung raus und dann hat die Familie selber darüber irgendwo in der Zeitung berichtet und das nicht so ganz dargestellt, wie der Vorfall gelaufen ist. Okay. Und dann kam das erst raus. Aber jetzt ist alles wieder gut. Hast du eine Erinnerung an Ursula von der Leyen aus der Zeit? Aus der Zeit, da war also das war von der Nacht? Von der Nacht nicht konkret. Also, dass sie da. Ja, wir können uns nicht an viel erinnern. Aber ich habe mit Ursula von der Leyen da irgendwann später, ich bin ihr irgendwann mal begegnet und wir haben darüber geredet. So. Und deshalb weiß ich, dass alles wieder in Ordnung ist. Haben alle viel musiziert als Kinder? Ja.
Ja, da sind wir uns aber, da hat sie sich nicht auf die Bühne gestellt. Oder sie ist da nicht so, ist mir da nicht so aufgefallen. Okay, verstehe. Hast du in diesem Jahr schon dein Testament umgeschrieben? In diesem Jahr noch nicht. Es gibt zu viel zu tun oder so, aber jetzt, wo du mich dran erinnerst, ich sollte es mal wieder machen. Weil du tust das seit dem 20. Lebensjahr, ein Testament schreiben, weil es dir Spaß bereitet, dir vorzustellen, wer was von dir bekommt? Das ist so nicht ganz richtig. Ich finde, das ist eine... Ich habe ein Problem damit, vielleicht aus einer eigenen Erfahrung raus, wenn ein Mensch stirbt und sich und die Gelegenheit hatte, sich darauf vorzubereiten und das ungeordnet hinterlässt, dann bleiben viele Sachen unausgesprochen. Das ärgert mich. Und ich selber habe mir deshalb irgendwann früh vorgenommen, also wenn ich vor die Wand fahren sollte oder so, dann möchte ich noch ein Zeichen senden. Also mir geht es überhaupt nicht um Finanzen oder sowas, sondern vielleicht um einen Gruß. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ich von einem Unfall hören würde, einer meiner engsten Kumpane oder so, und plötzlich würde ein Brief kommen und da wäre vielleicht ein Gegenstand, der mir was bedeutet oder so. Und es ist einfach deshalb eine spannende Übung, sich mal ein Glas Wein zu nehmen und das runterzuschreiben, weil plötzlich Leute in den Vordergrund rücken bei diesen Erinnerungen oder bei dieser Erwägung, wem möchte ich noch grüßen. An die hat man lange nicht gedacht und sogenannte gute Freunde der letzten Zeit werden unwichtig. Und dieses Feststellen, wer eigentlich im Leben die Priorität hat, das ist, glaube ich, für jeden eine gute Übung. Und das muss ja keine Relevanz haben. Das kann sich, ich finde, man darf das auch immer wieder alle Jubeljahre justieren. Aber es erdet einen ganz gut und es zeigt einem selber, wer die Leute sind, die einem was bedeuten. Das kann uns ja nicht schaden. Schön. Schön. Herr Bühner, keine Frage hat uns im Vorfeld dieser Sendung in Bezug auf dich so, ist uns so oft gestellt worden wie die, wahrscheinlich ist das eine Frage, die du hast. Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Weihnachten ist ja was ganz Besonderes. Nein. Und deshalb mache ich auch Dinge, die sonst weniger, also die müssen auch speziell sein. Also zum Beispiel mal meine Wohnung wieder aufräumen. In Düsseldorf. In Düsseldorf. Und für mich ist Weihnachten was unheimlich Schönes. Das ist eine Erinnerung an meine große Familie. Ich habe ja 5 Geschwister, die Eltern, die Oma und so weiter. Aber seitdem meine Eltern gestorben sind, ist das da verortet und schön. Und das muss ich nicht mehr anfassen. Ich wiederum, wenn ich in meinem Umfeld sehe, also ich habe ja selber einen Sohn, der jetzt Teenager ist, 15, der nimmt das jetzt auch nicht mehr so ernst, aber natürlich will man den Kindern auch diesen Geist der Weihnacht mitgeben und mag das, wenn die sich total freuen und noch ans Christkind glauben und so weiter. Feierst mit ihm. Ich komme da gleich drauf. Jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Nein, also dafür würde ich alles tun, damit das eben auch die Jüngeren so erfahren. Aber das ist, also ich selber muss dieses Weihnachten so in der Form nicht mehr haben. Also ich habe genug abgekriegt davon. Mhm. Und zurück zum Kindern. Ja, zu den Kindern. Also das ist so ein Ritual, das hat sich bei uns so eingeschlichen. Ich bin dann doch, ich finde so Vater-Sohn ist eigentlich mehr so eine Ballernummer und das ist dann doch mehr die Silvesternacht. Das ist, da sehe ich mich irgendwo eher gefordert aufzupassen, dass mit den Knallern ordentlich umgegangen wird oder so. Das ist dann auch immer schon mehr mein Fest gewesen als Weihnachten. Okay. Du bist mal gefragt worden, was hat dich mehr geprägt? Dein Elternhaus oder der Punk? Und da hast du eine für mich sehr überraschende Antwort gegeben. So unterschiedlich war das gar nicht. Wie hast du das gemeint? Dass es bei uns ziemlich chaotisch zugegangen ist, auch zu Hause. Da war jede Menge Schreierei und so weiter. Wir waren alles andere als ein ruhiges Haus. Und da habe ich also eigentlich diese Grenze zum Punkrock nicht gespürt. Ja? Aber wir sind ja alle geprägt. Einerseits natürlich von den Eltern. Das erkennen wir dann später irgendwie an uns. Die Schule ist sehr häufig, das ist ein Ort, wo man sich ja die meiste Zeit aufhält, die Klassenkameraden. Dann natürlich die Musik und diese Einflüsse, die sind alle bei uns drin bis heute. Erkennst du Dinge jetzt, wo du älter wirst, von deinem Vater in dir jetzt wieder? Einiges eigentlich. Also so diese ganze Art der Streitkultur, aus der Haut fahren und so weiter, doch schon. Also man
versucht natürlich auch Dinge anders zu machen, die einem selber störend aufgefallen sind, kriegt man aber nicht immer hin. Mhm. Aber doch, es geht uns allen so, wir haben unsere Kindheit zu Hause, die Eltern sind Helden, man muss irgendwann feststellen, dass es auch nur Menschen sind, wird mit Fehlern konfrontiert, die man nicht sehen will, kommt in eine Auseinandersetzung, sucht sich selber vielleicht und am Schluss, wenn alles gut geht, findet man den Frieden mit denen, kann sich aussprechen und im Idealfall ist dann, wenn die Eltern in dem Moment sind, wo sie sterben, dass man alles an Schwierigkeiten ausgeräumt hat und dass man sich im Grunde voneinander sicher ist, der Liebe sicher ist eigentlich. Und auch wenn man begreift, dass man sich nicht immer verstanden hat, dass die Liebe über allem war und dass vieles vielleicht auch an Auseinandersetzungen deshalb gekommen ist. Aus Sorgen, die die Eltern hatten, die man als Jüngerer nicht verstanden hat, die aber eigentlich nichts anderes eben sind als ein Liebesbeweis. Das klingt fast so, als sei dir das gelungen. Als sei mir was gelungen? Dieses, am Schluss, dieses Einvernehmen. Nein, noch bin ich dieses Verständnis mit den Eltern zu finden. Ach so, ja, in meinem Fall war großes das Glück, ganz großes Glück. Riesenglück. Ja. Mhm. Wir bedanken uns sehr bei dir. Und gerne. Du machst dich sehr rar im Fernsehen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du wieder kennst. Vielleicht auch im ersten. Meine Damen und Herren, schönen Dank. Schön, dass Sie uns zugeschaut haben, dass Sie uns die Treue gehalten haben 2019. Schön, dass Sie hier waren, das Publikum hier im Studio, das Sie uns irre unterstützt haben. Machen Sie es gut. Giovanni und ich wünschen Ihnen jetzt ein friedliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind auch im nächsten Jahr sehr gerne wieder Ihre Gastgeber und freuen uns schon drauf. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.